Ist doch ein spezieller Mann, deshalb stehe ich da oben, weil dieser Mann, den haben wir heute schon ein paar Mal gesehen hier oben. Er wechselt nämlich vom Moderationsstand in den Referentenstand. Und zwar ist es Ivo Sasek selbst. Ja, viele, die ihn nur von der AZK kennen, wissen halt, denke ich mal, vor allem, dass er Initiator von der AZK ist, dass er der Moderator ist und dass er sonst noch Bibellehrer ist, aber sonst wahrscheinlich noch nicht viel. Deshalb möchte ich da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Er ist 1956 am 10. Juli in Zürich geboren, hat eine fantastische Familie mit 11 Kindern. Eben die Ruth, wo das Stück komponiert hat, ist das 10. Und hat inzwischen doch auch schon 2 Enkelkinder. Also da geht's weiter. Und ansonsten, wenn man schaut, wie es bei ihm begonnen hat, er hat 3 Ausbildungen gemacht. Die erste ist eidgenössisch diplomierter Automechaniker. Dann ging es weiter in die Gastronomie. Dort die Ausbildung und anschließend 4 Jahre Theologie. Und auf dem theologischen Weg ist er auch geblieben, nämlich er ist seit 33 Jahren internationaler Bibellehrer im Vollzeitdienst und hat doch inzwischen nahezu 2000 Lehrvorträge in aller Welt gehalten. Er hat in dieser Zeit, wo er jetzt wirklich tätig ist, viele Gründungen gemacht. Es hat angefangen mit der Drogenrehabilitation. Daraus entstanden ist die OCG. OCG heißt Organische Christusgeneration. Das ist eine Glaubensbewegung, die zum Ziel hat, wirklich ein Leben ganz nach Christi Art zu führen. Aber Betonung ist auf dem Organischen, dass man das Organische miteinander in dieser Ausrichtung in die Praxis umsetzt. Also hier gibt es viel Praxisübung. Einige haben es schon kennengelernt heute Morgen beim Aufbau, ist auch ein bisschen eine Frucht, und beim Abbau heute Abend, ja, kann man auch erleben, wie das so läuft. Das ist eigentlich Frucht dieses organischen Zusammenwirkens. Ja, dann kam Panoramafilm. Ich denke, da haben schon einige Filme gesehen. Die AZK kennen wir, dann die S&G. S&G heißt Stimme und Gegenstimme. Ist eine kleine Zeitung, Handexpress zum Weitergeben, wo auch unzensierte Berichterstattung kommt, in kleiner Form, in Kurzartikeln. Kennen vielleicht auch schon die viele. Und dann noch KlarTV oder KlagemauerTV oder MedienklagemauerTV, wie man sagen möchte, ist auch eine Gründung. Da werden auf Internetsender täglich neue Sendungen ausgestrahlt. Außerdem ist er Autor und Regisseur einiger Monumentalspielfilme. 3 davon sind Kinofilme gewesen und darunter waren natürlich auch etliche Dokumentarfilme, die auch unter KlagemauerTV veröffentlicht sind. Ja, und aus seiner Hand, aus seiner Feder sind in etwa 100 Lieder entstanden, mit seiner Familie zusammen 9 Familienoratorien, die man auch auf dem Büchertisch einsehen kann oder auch mitnehmen kann. Aber seine stärkste Seite ist die theologische Seite auf diesem Weg. Er hat dort ca. 20 theologische Fachbücher geschrieben, diverse Broschüren verfasst und Traktate und so weiter. Also auf dieser Seite ist er ganz zu Hause und auf dieser Seite basiert auch sein Vortrag mit dem Titel Wider Rassismus und Verschwörung. Ich freue mich sehr auf das und bin auch sehr gespannt. Und so möchte ich dich bitten, Ivo, dass du nach oben kommst und uns ja einfach die Sachen weiterbringst. Ivo Sasek mit Wider Rassismus und Verschwörung. Vielen Dank. Ja, danke. Gut, der Frank hat es gesagt, es ist tatsächlich so. Mögt ihr noch?
Wenn ihr ganz gut mitgeht, bin ich in diesen besagten 5 Viertelstunden durch. Je weniger ihr zuhört, desto länger wird es. Die ganze Fassung ist dann auf 6 Stunden. Gut, also ich wage es jetzt doch einmal, wir hatten bis jetzt kein religiöses Thema, aus bewussten Gründen, weil hier einfach zu viel Unfug schon getrieben wurde. Aber alles, was wir tun, alles, was mein Engagement ist, alle Erkenntnisse, die ich habe, kommen aus nahezu 40 Jahren Glaubensweg und eben dieser biblische Weg. Und ich möchte einmal auch zur Abhilfe für viele Bibelkritiker, die am liebsten die Bibel vernichtet werden sehen möchten, möchte ich jetzt mal das Thema Rassismus und Weltverschwörung im Licht der Bibel einmal mit euch behandeln, mal wirklich als Bibellehrer heute. Seid ihr da bereit? Okay, also ich will euch damit nicht bekehren. Es geht nicht darum, euch zu bekehren, sondern einmal nüchtern zu zeigen, was die Bibel eigentlich uns geoffenbart hat. Das hat nämlich einen Grund, dass die so mit Vehemenz bekämpft wird. Das ist das meistgelesene Buch überhaupt auf der Welt. Aber sie wird mit Vehemenz bekämpft und es hat einen Grund. Kein zweites Buch auf der Welt hat so präzise prophezeit, wie die Weltlage sich verändern wird, wie sie sich ausgestalten wird wie die Bibel. Es ist so präzise, ich werde jetzt ein Bild von 2600 Jahren bis jetzt malen, was die Bibel prophezeit hat. Diese Prophezeiungen sind derart präzise, dass die Feinde der Bibel nichts anderes mehr wussten, als zu behaupten, man hat das hinterher geschrieben. Das waren zuerst die historischen Ereignisse und dann hat man die Bibel geschrieben. Aber siehst du, unter anderem, wenn du Offenbarung 13 liest, was heute so unser zentrales Thema ist, Offenbarung 13, dann wirst du sehen, die Bibel hat ein sprechendes Bild vorhergesagt, das dem Geist gegeben wird. Nun ja, was ist das? Das ist der Fernseher. Die Bibel hat von einem System geredet, das die ganze Menschheit kontrollieren wird, ohne dass du nicht am Schluss nicht mehr kaufen und verkaufen kannst, und sagt, rechnet mal schön nach, seine Zahl ist 666. Wenn du weißt, im Hebräischen hat jeder Buchstabe einen Zahlenwert. Der Buchstabe W hat die Zahl 6. Also www, das, was du täglich eintippst, heißt 666. Und wie du weißt, sind wir einen Schritt davor, dass diese Dinge in diesen Übergang kommen, wo du nicht mehr anders kaufen und verkaufen kannst, als wenn du ein Zeichen bekommst, dass du das überhaupt kannst. Also wer will jetzt sagen, das haben wir seit 2000 Jahren in der Bibel, jetzt können die Kritiker wieder kommen und sagen, das haben wir hinterher geschrieben. Oh nein, das wissen wir seit 2000 Jahren. Also, dass es Rassismus gibt, darüber müssen wir nicht diskutieren, das weiß jeder. Aber gibt es wirklich eine globale Verschwörung? Das ist jetzt die Frage, die wir jetzt miteinander mal richtig gründlich aufarbeiten möchten. Oder ist das nur alles Verschwörungstheorie? Was sagt die Bibel zu Verschwörungen? Ich beginne ganz beim Alten Testament. 21 Mal sagt die Bibel ja sicher, es gibt Verschwörungen. Das kannst du zur Zeit Davids, des König Davids, von seinem eigenen Sohn her sehen, Absalom. Da geht es die ganze Kette hoch über Omri, Simri, Jehu und so weiter bis zur Atalia. Und dann kannst du bis ins Neue Testament, also 21 Verschwörungen sind sicher mal namentlich genannt, bis zur Zeit von Paulus, die 40 Meuchelmörder und so weiter. Die Bibel sagt, ja, sicher gibt es Verschwörungen, aber Jesaja 8, Vers 12 sagt, ihr sollt aber nicht alles Verschwörung nennen, was die Menschen so, das Volk so Verschwörung nennt, und ihr sollt das, was die Menschen fürchten, das sollt ihr nicht fürchten und nicht davon erschrecken. Warum? Der Grund, den die Bibel nennt, sagt, es ist nicht alles einfach nur Verschwörung. Es gibt auch verdiente Probleme hier unten. Zum Beispiel die Gefangenschaft des israelischen Volkes in Babylon. Das war eine Quittung. Ich glaube, mit Dr. Köhnlein sind wir hier genau auf dem Thema heute eingegliedert. Es war eine Lifestyle-Änderung nötig. Die Leute haben nicht mehr aufgepasst, sie haben nicht mehr gewacht über ihrem Land. Da sind die Banausen hochgekommen, so wie heute wieder, oder? Wir sitzen vor dem Fernseher, vor dem sprechenden Bild, lassen uns prägen, das Bild aufdrücken, dass es uns ideologisieren möchte. Und dabei verpassen wir zu wachen darüber, was in unserem Land passiert. Und dann kommen all diese Schurken auf, die uns ausnehmen. Seht ihr? Also die Bibel sagt, nein, nicht alles Verschwörung, es gibt verdiente
Fremdherrschaften. Und so berichtet eigentlich das ganze Alte Testament, Fremdherrscher sind immer dort aufgekommen, wo das Volk verblödet ist, wo sie nur noch ihr eigenes suchten und sich nicht ums Land kümmerten. Nun sagt die Bibel, es gibt aber eine Sache, eine Verschwörung, die kommen wird, und zwar eben auf verdientem Wege auf der einen Seite, aber sie ist nicht desto weniger ein Megaproblem. Die Bibel redet nämlich davon, schon vor 2600 Jahren durch den Propheten Daniel, dass eine Geburt eines multinationalen Weltherrschaftskomplexes kommen wird, dass die ganze Welt ins Verderben stürzen wird. Ich habe sie vorher schon ein bisschen skizziert mit dem 666 und so weiter. Und die Bibel spricht gerne in Bildern, um zu zeigen, welchen Charakter diese Weltherrschaft, dieses Weltherrschaftssystem hat. Verwendet sie die Bilder von einem feuerroten Drachen, von einem Tier aus dem Meer, von einer Hure Babylon, so nennt sie das, und einem Tier aus der Erde. Dieses unselige Quartett nennt sie, da haben wir jeweils Bilder und so weiter, das sind unsere eigenen Künstler, die das hingekriegt haben für euch. Also diese Bilder verwendet sie, und das zeigt es nichts Schönes, oder? Möchtest du unter so einer Weltherrschaft leben? Gut, also diese Bilder verwendet sie, und ich möchte mit euch jetzt durch die Bibel gehen. Die Bibel selber legt sich selber aus, und dann wollen wir auf die Sprünge kommen und uns fragen, was ist das für ein Reich, wie deutet man das, was ist das in der Praxis? Zuerst mal kurz die Texte, Offenbarung 12,3, und es erschien ein anderes gleichnishaftes Zeichen, also ein Bild oder Merkmal im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner auf seinen Köpfen hatte und 7 Diademe. Das ist der feuerrote Drache, das ist die erste Komponente dieser kommenden Weltherrschaft, die sie prophezeit. Das zweite ist das Tier aus dem Meer, und ich sah aus dem Meer, dass ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwenmaul. Das ist das Tier aus dem Meer, so wird das beschrieben, charakterisiert mit Sinnbildern. Die Hure Babylon, Offenbarung 17,3, wir machen zuerst mal nur die Übersicht, ja, und nachher legen wir das aus. Er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Vielleicht fällt dir schon, fallen dir gewisse Parallelen auf, über die werden wir sprechen. Jetzt kommt das Tier aus der Erde, die vierte Komponente, Offenbarung 13,11. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, und es hatte 2 Hörner, gleich einem Lamm, und es redete wie ein Drache. Und die ganze Macht des ersten Tieres, also das mit den 7 Köpfen, 10 Hörner, übt es vor ihm aus, und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie sich dem ersten Tier fußfällig unterwerfen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Also, diese einerseits satanische Trinität, diese drei Tiere und die Hure, Babylon, das sind die Begriffe, die gezeigt werden, das kommt auf die Welt zu, weil wir diese Herrschaft begehrt haben, weil wir nicht aufgepasst haben. Da haben wir alle ein Problem. Aber allem vorweg offenbart jetzt die Bibel, wer der Kopf dieser unseligen Sache ist. Und wir lesen dazu Offenbarung 12,9. Das ist die Auslegung jetzt, die Bibel legt sich selber aus. Die Auslegung gehen wir jetzt mal einfach schrittweise durch von dem Tier, dem ersten Tier. Und es wurde geworfen, der große Drache, das war das erste Tier dort, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde auf die Erde, und seine Engel, das sind die 7 Köpfe und 10 Hörner, wenn du so willst, die Diademe, wurden mit ihm geworfen. Das ist die Auslegung der Bibel selber, auch Offenbarung 12,12. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur kurze Zeit hat. Vor noch wenigen Jahrzehnten hätte man sich gestritten, gibt es einen Teufel? Ich glaube, ich muss heute mit niemandem mehr streiten, ob es den gibt, oder? Da ist was Teuflisches im Gange, das müssen wir alle einsehen. Ja? Also die Bibel sagt, die obersten Drahtzieher sind gnadenlose, totale
aus dieser gnadenlos totalen Weltherrschaft sind satanische Geistwesen. Könntest du auch sagen außerirdisch, wenn du esoterisch denkst, wie auch immer. Summarisch bezeugt die Bibel, es geht um einen Luzifer-Kult. So möchte ich es mal zusammenfassen, um eine Luzifer-Sekte, die dieses Weltherrschaftsreich erstrebt und auch erreichen wird, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Es kommt eine Weltherrschaft im Verbund mit diesem Drachen, sprich Luzifer, zustande. Krass, nicht? Wer möchte unter so einer Weltherrschaft leben? Nun, du sagst, ist nur mal erst Prophezeiung, aber du wirst sehen, wenn wir in die Auslegung gehen, kommt die Sache ziemlich nah. Jesus forderte an einer bestimmten Stelle einen unbeugsamen Widerstand, nämlich dann in dem Moment, wenn der sogenannte Antichrist, das ist eben diese Bewegung, die antichristlich ist, wenn sie so weit ist, dass sie dieses 666 dahin bringt, dass sie sagt, mach dir jetzt diesen Chip hier auf die Hand oder auf die Stirn, da sind wir genau einen Schritt davor, sagt er vehement, wer das zulässt, der lädt sich ein Problem auf, es wird die Hölle los sein für alle, wenn wir das zulassen. Also ich möchte bis hier mal zusammenfassend feststellen, wenn die Bibel warnt davor, vor 2000 Jahren, vor 2600 Jahren schon, dass so ein Monster-Weltherrschaft auf uns zukommt, dann ist das nicht eine antisemitische Bewegung, das ist eine antichristliche Bewegung. Das möchte ich mir einfach mal festhalten. Wir haben ein ständiges Antisemitengeschrei hier unten, aber das ist eine antichristliche, es geht gegen die Christen, gegen das Christentum, sprich gegen die Gerechtigkeit. Du musst also nicht ausgewiesener Christ sein, um in diese Kategorie reinzufallen, wo dieses Tier bissig wird gegen dich. Es genügt nur schon, wenn du einen Gerechtigkeitssinn hast, weil hier dämonische Kräfte am Werk sind, was wir Tag aus, Tag ein erleben, wenn wir die Nachrichten hören oder schauen. Also Jesus in Offenbarung 13, 16 bis 17 bietet dem die Stirn, das Tier bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an die rechte Hand oder an die Stirn gibt, er Fideles grüßen und dass niemand einkaufen, verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres und die Zahl seines Namens. Du könntest auch sagen, die Denkweise genügt eigentlich schon. Das Mahlzeichen ist nicht nur ein sichtbares Zeichen, es genügt schon, wenn du nicht so denkst, wie diese Bewegung denkt, bist du schon außen vor. Das erleben wir ja seit Jahrzehnten, dass wir nicht mehr verkaufen können. Das beginnt bei uns bei hinten, oder? Ich kann nicht einen Film, nicht ein Buch verkaufen. Da merkst du, wenn du nicht so denkst wie sie, nicht so handelst wie sie, das ist das Zeichen an der Stirn und der Hand, bist du draußen aus dem Spiel. Aber das möchte ich nicht darüber klagen, ich möchte auslegen heute. Also, Offenbarung 17, 13, diese genannten Monster und die Hure, heißt es dort, haben einen Sinn, Zahlwort, einen Sinn und geben ihre Kraft und Macht dem Tier, also diesem Monster, das wir gesehen haben. Jetzt möchten wir uns an die Identifikation dieser Tiere machen und der Hure, dass wir einmal einen Begriff bekommen, was hat das mit dem heutigen Leben zu tun, mit unserer Gesellschaft, in der wir leben. Offenbarung 13, 18 beginnt uns auf die Spur zu führen. Es heißt, hier ist Weisheit gefragt. Ja? Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666 oder 666. Ich möchte hier sagen, die Bibel fordert hier auf, eine genaue Identifikation vorzunehmen, also ist es auch möglich. Die Dinge sind nehmbar. Nun, zu jener Zeit, als das geschrieben wurde, war gerade der Nero groß im Kurs. Er war zwar damals gestorben schon, aber Nero ist der Inbegriff von Rom. Und buchstabierst du, wie gesagt, jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert, buchstabierst du Nero, dann hast du 666, das ist die Zahlwert 666. Also damit war es schon eigentlich für die ersten Christen klar, woher der Wind pfeift. Es geht um das Römische Reich unter dem Strich. Ja. Wie gesagt, das 666, das gilt jetzt für unsere Zeit, da können wir uns mal anlehnen und fragen, wer treibt das Ganze eigentlich voran. Jedenfalls fragen wir jetzt im Weiteren, im Ersten, welche Gruppe oder Bewegung in unseren Tagen erfüllt die Kriterien der Hure Babylon, das werden wir jetzt untersuchen.
Welche Gruppe zweitens oder Bewegung erfüllt die Kriterien des Tieres aus dem Meer? Welche Gruppe oder Bewegung erfüllt die Kriterien des Tieres aus der Erde? Und gibt es einen Ausweg aus dieser existenziellen Bedrohung? Damit setzen wir uns jetzt auseinander. Wir kommen zum Tier aus dem Meer. Das war das zweite Monster. Das ist nicht das, der Drache, der Teufel und Satan genannt wird, sondern das Tier aus dem Meer. Was ist das? Offenbarung 13,1. Die Bibel legt sich wieder selber aus. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner, 7 Köpfe hatte und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Zuerst bemerken wir hier mal die Identität. Ja? Es ist genau dieselbe Beschaffenheit wie der Drache. Und daraus schließen wir, wenn du das kennst, Geistwesen gehen gerne in Menschen ein, sie nehmen die als Körper. Ja? Also diese Identifikation, gleich viel Köpfe wie der Drache, gleich viel Hörner, das zeigt schon, es ist die Verkörperung, da hat er Menschen gefunden, die er reiten kann, wenn man so will, eine totale Identifikation. Jetzt die biblische Auslegung selber, wie die Bibel das zweite Monster auslegt, das kannst du nachlesen in Offenbarung 17,15. Da heißt es, und er spricht zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, also das Tier aus dem Meer, also die Wasser, die du gesehen hast, sind Völker. Also ist die biblische Identifikation, Wasser gleich Völker. Und Völkerscharen, Nationen und Sprachen, das ist das Sinnbild. Wasser wird dafür verwendet. Offenbarung 17,12 werden die Hörner ausgelegt und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Herrscher. Mitgekommen bis hierher? Wasser gleich Völker, Hörner gleich Herrscher oder Könige, Regenten halt. Offenbarung 17,8, das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und es geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, das da war, nicht ist und da sein wird. Hierüber sind sich sämtliche Bibelausleger zufällig einmal einig, was nicht eher sehr selten der Fall ist. Alle erkennen in diesem Bild Rom, weil Rom war genau so ein Monster, wenn man so will, eine Monsterherrschaft damals, das durch das Wort, das Schwert des Wortes der ersten Christen eine Todeswunde bekommen hat. Die ganze römische Kultur ist darauf abgestürzt. Es hat einen Umbruch gegeben und somit wird hier gezeugt davon, dass hier ein römisches Reich damit gemeint ist, einmal die Stoßrichtung angegeben. Das ist Geschichte. Ja? Also das steigt aus dem Abgrund. Es geht also um die Wiedergeburt eines Tieres. Und wer in der Schule gut aufgepasst hat, in der Renaissance, in der Geschichte, dann hat er festgestellt, dass seit dem 15., 16. Jahrhundert der alte, antike Geist von Rom wieder auferstanden ist, hat man schon in der Schule gelernt, mit all dem Drum und Dran, mit seinen Wissenschaften, mit all den Ereignissen und Dingen. Wir kommen nachher noch genauer dazu. Jetzt fragen wir uns als nächstes, nachdem wir gesehen haben, Wasser sind Völker, Hörner sind Herrscher, fragen wir uns, was aber symbolisiert das Tier, ein Tier als solches? Und auch hier gibt die Bibel durch Daniel 7,17 eine klare Antwort, eine Auslegung. Er sagt, Tiere bedeuten Königreiche. Königreiche werden sich von der Erde erheben, so kannst du es dort lesen. Also das Tier aus dem Meer, darin sind sich wieder alle Ausleger einig, ist die Erfüllung der Vision von Daniel, die er in Daniel 7, sprich vor 2600 Jahren, gehabt hat. Frage, warum sind sich da plötzlich alle einig, dass das eine Erfüllung von der Prophetie Daniels ist? Ganz einfach, weil dieses Tier, das in Offenbarung 13 genannt ist, ein und dieselben Merkmale hat, wie die Tiere, die Daniel vor 2600 Jahren gesehen hat. Und mit dem einzigen Unterschied, das Tier, das aussteigt auf dem Meer, das ein endzeitliches Gebilde ist, das hat sämtliche Merkmale der 4 Tiere, die Daniel gesehen hat. Daniel hat 4 Königreiche, 4 verschiedene Tiere prophezeit und die werden wir jetzt im Vergleich kurz anschauen, dass wir identifizieren, was prophezeit hier die Bibel für ein Wesen, für ein Staatswesen, das die ganze Welt
am Schluss beherrschen wird. Und das sind unsere Tage, das schicke ich jetzt einfach mal so voraus. Also, wir schauen uns nochmal das Tier an, zuerst aus Offenbarung 13, das hier aus dem Meer aufsteigt und vergleichen es nachher die Anzahl Hörner, die Anzahl Köpfe und die Beschaffenheit und werden erstaunt sein, es ist dasselbe, nur bei in unserer Zeit alles in einem. Ich nehme das gleich mal vorweg. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, wir zählen 10 Hörner, 7 Köpfe. Das Tier, das ich sah, wie sieht es aus? Wir merken uns diese Merkmale. Es sieht aus wie ein Leoparde, seine Füße wie eines Bären, Füße, sein Maul wie eines Löwenmaul. Mit dieser Beobachtung gehen wir jetzt zu Daniel. Also diese Beobachtung gehen wir zu Daniel und schauen uns seine Prophetie an, die vor 2600 Jahren gemacht wurde. Und nehmen das erste Tier. Es sieht aus wie ein Löwe, heißt es dort, und hat einen Kopf. Der Löwe war bekanntlich das Symbol für Babylon, für das Reich Babylon, das babylonische Weltreich. Also wir reden jetzt von 4 Tieren. Tier gleich Reich, Tier gleich Weltreich in diesem Fall. Wir sehen jetzt 4 Weltreiche, die Daniel damals prophezeit hat. Und wir behalten im Hinterkopf, diese 4 auferstehen wieder in der Renaissance, aber gesamthaft als eine Weltherrschaft. Auf das läuft es hinaus. Ja. Also in den babylonischen Palästen stehen diese Kolosse, diese Löwen. Das war das Staatswappen Babylons in dem babylonischen Reich in den Jahren 608 bis 538 vor Christus. Also hier, wenn es heißt, am Schluss der Zeit werden diese 4 Königreiche von damals wiedererstehen, die damals untergegangen sind, aber in einer Symbiose, wie sagt man, zusammengefasst, alle 4 in einem, dann heißt es, es aufersteht in unserer Zeit ein Reich wie Babylon mit seinem Menschenhandel, mit seiner Sklaverei, mit seiner Hexerei, mit seinem Luziferkult. Dafür war Babylon der absolute Vorreiter und Renner. Es wird also Luziferkult auf uns zukommen, Sexkult, religiöser Sexkult wird auf uns zukommen, Hexerei, Magie, Zauberei, all diese Dinge, ich kann das gar nicht aufzählen. Wir fragen uns nur, kennen wir solche Entwicklungen in unseren Tagen? Okay, also, aber das war jetzt erst Babylon, das ist nur das, was aussieht, eben wie ein Löwe. Das zweite Tier, es sieht aus wie ein Bär, hat einen Kopf, der Bär war das Staatswappen des Medo-Persischen Reiches. Das waren die genauen Abfolgen, wie Daniel prophezeit hat, es werden 4 Reiche kommen und so weiter. Also das war das Staatswappen des Medo-Persischen Reiches in der Zeit von 538 bis 331 vor Christus. Also mit diesem Tier aufersteht, mit Persien auferstehen, kommen auf uns zu, all die Ayatollahs von damals mit ihren gesetzlich strenggläubigen Gesetzen, mit ihren religiösen Riten, das war das Hauptmerkmal der Medo-Perser. Kennen wir sowas? Hey, 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 seid ihr da? Seid ihr wach? Okay. Denkt an die Medien, also die ganzen Medienberichte, was ihr die ganze Zeit hört. Ja? Wir kommen gleich zu einem dritten Tier. Es sieht aus wie ein Leopard, hat aber 4 Köpfe. Die 4 Köpfe symbolisieren die 4 Nachfolgereiche von Alexander dem Großen und seinen Diadochen. Also es handelt sich hier um Syrien, um Griechenland, Israel und Ägypten. Seht ihr, dieses vierte Tier ist Griechenland. Das sind die genauen Merkmale des leopardenähnlichen Wesens. Es ist Griechenland in der Zeit von 331 bis 168 vor Christus. Wenn dieses Griechenland wieder aufersteht, wenn du so willst, nach der Prophezeiung von Offenbarung 13, dann wird es seine olympischen Götter mit sich bringen, es wird seine Philosophien mit sich bringen, seinen ganzen Pharmakult, haben wir heute schon was gehört darüber, Pharmakult, seine Wissenschaften, seine Weisheiten, seine Giftmischereien, das war sehr bezeichnend für die griechische Kultur. Seht ihr, so geht das. Das vierte Tier schauen wir uns an. Das waren die 4 Tiere, die Daniel gesehen hat. Das vierte Tier ist das gewaltigste, weil es hat die 3 vorigen Reiche verschlungen und in sich vereinigt. Es hat einen Kopf und darauf 10 Hörner. Das steht in Daniel 7,7. Das ist das Römische Reich. Genauso hat stattgefunden, wie Daniel prophezeit hat. Das Römische Reich hat diese ganzen Kulturen in sich aufgesogen
und indem es diese ganzen vorangegangenen drei genannten Weltreiche verschluckt hat, hat es natürlich nicht einfach die getötet, sondern es hat seine Wissenschaften, seine Okkultreligionen, seine Gebräuche, alles in sich aufgesaugt und ist als multikulturelles Weltreich, als Staaten-Nationen-Komplex in die Geschichte eingegangen. Seht ihr, und dieses vierte Tier, dieses römische Reich, kam dann in Konflikt mit dem Christentum, mit Jesus, und dieses Reich hat die Todeswunde bekommen. Darüber gäbe es jetzt sehr viel zu sagen, aber ich gehe nur so durch, damit wir den roten Faden sehen, was die Bibel prophezeit hat bezüglich Weltverschwörung und so weiter. Gut, also ich fasse zusammen, wir zählen jetzt nochmal zusammen, vergleichen jetzt diese verschiedenen Bilder, Prophezeiungen nochmal. Die vier Tiere Daniels, wir zählen 7 Köpfe, 10 Hörner. Wenn du die 4 einzelnen Reiche zusammenzählst und das siehst, wie das Tier aus dem Meer, 7 Köpfe, 10 Hörner, weil eines hatte schon allein 4 Köpfe bei Daniel. Noch genauer, all die Tiermerkmale der einzelnen Weltreiche von damals sind in dem einen Tier in Offenbarung zusammengefasst. Es gleicht einem Leoparden, seine Füße wie Bärenfüße, sein Maul wie eines Löwenmaul. Es entspricht ganz exakt, es ist die Wiederauferstehung des römischen Weltreiches, das die Wunde des Schwertes, des Wortes bekommen hat, das in die Versenkung abgetaucht ist, von dem man dachte, Rom gibt es nicht mehr. Aber es hat sich diese ganze Macht hat sich im Untergrund neu formiert, nachdem es durch das Christentum geschlagen wurde, und hat sich in Logen organisiert, in Geheimlogen, hat sich dort verbündet und über Jahrhunderte hochkultiviert. Was wir jetzt im Einzelnen sehen werden, das ist nie wirklich untergegangen. Es war ein scheintotes Tier. Das sind die Begriffe, so definiert es die Bibel. Also es hat die Todeswunde bekommen, heißt es Offenbarung 13,3. Aber das Ganze wird geheilt, steigt aus dem Völkermeer auf und alles staunt hinterher. Plötzlich, oh, diese Wissenschaft, es ist wissenschaftlich erwiesen, es staunt über diese Errungenschaften mit all den Philosophien und Künsten, die es schon damals getrieben hat. Jetzt einfach alles miteinander. Ja. Also das Tier aus dem Meer und dem Strich, ein endzeitlicher Staatenkomplex, Rom in seiner größten Ausdehnung, das Römische Reich. Und dieses zweite Tier und die Hure, wie wir am Anfang gelesen haben, bilden jetzt eine endzeitliche Synergie, die eine ganze Welt bedrohen. Mögt ihr noch? Es kommt jetzt ziemlich viel auf euch zu, aber ich möchte als Ziel, dass wir am Ende dieser Lektion, dass wir die Welt mit anderen Augen sehen, dass wir es so einfach sehen, dass du einen roten Faden siehst durch die ganze Weltgeschichte. Freilich muss ich jetzt sehr vieles auslassen. Wenn man interessiert ist, kann sich da hinten eintragen. Wir versorgen dich dann. Ja? Also wir gehen gleich weiter. Wir gehen jetzt zu den Köpfen des Tieres aus dem Meer und fragen uns, wo sind Ansätze für solch eine Weltherrschaft, wo sind Bemühungen um solch eine Weltherrschaft mit diesen Charaktermerkmalen in unserer Zeit? Und wir fragen und sagen, dort, wo Bemühungen zu finden sind, ist ein Anfangsverdacht gegeben auf eine gefährlichste Sache. Ja? Weil das ist es, die Bibel hat prophezeit, es ist ein Luziferkult dahinter, es sind satanische Kräfte dahinter und dieses Tier, das aus dem Meer aufsteigt, beabsichtigt alle letztlich zu eliminieren von der Welt, die nicht genauso denken, nicht genauso handeln, wie dieses Tier will. Sprich, dieser endzeitliche Staatenkomplex, dieses wieder auferstandene römische Reich in seiner größten Ausdehnung. Jetzt lege ich mal die 7 Köpfe des Tieres aus. Ich mache das ganz in einem Schnellverfahren. Seid ihr einverstanden? Es hat 7 Köpfe. Also das Tier ist ein Staatenbund, der die ganze Welt beherrschen soll, so legt es die Bibel auf. Und so sind die 7 Köpfe, ich deute es jetzt mal so, wenn ein Weltstaat verwaltet sein will, hat er 7 Bereiche, die er auf jeden Fall aufrichten muss, dass er die ganze Welt regieren kann. Ich sage mal, der erste Kopf von den 7 ist ein parlamentarischer Kopf. Der zweite ist ein meinungsmachender Kopf. Der dritte ist ein wissenschaftlicher Kopf. Der vierte ist ein finanzieller Kopf, der fünfte ein kultureller Kopf, der sechste ein,
judikativer Kopf, der siebte ein militärischer Kopf. Das sind so diese, über allen Gebieten musst du einen Kopf haben. Und sieben ist auch gleichsam die Zahl, die sagt, alles wird kontrolliert. Über allem gibt es einen Kopf, der kontrolliert. Aber das Ganze ist ein einziges Tier. Das will uns die Bibel beibringen. Das hat verschiedene Köpfe und du denkst, das ist das eine, das ist das andere, das hat miteinander nichts zu tun, aber es fließt unten als eine Körperschaft zusammen. Verstehen wir das? Jetzt gehen wir mal auf die Spurensuche. Wo sind Anfangsverdachtsmomente, wo sind Bestrebungen? Wenn ich sage, ein parlamentarischer Kopf, fragen wir, sind Bestrebungen nach einem Weltparlament im Gange? Ja, jetzt legt ihr selber aus, seht ihr? Anfangsverdacht, wie? Vereinigte Staaten von Amerika, ja natürlich. Ja, sie arbeiten auf ein Weltparlament hin. Dann kannst du die Entwicklungen, EG, UNO, EU-Parlament, die Völkerbündnisse, hin zu der einen neuen Weltordnung. Ja, was ist denn das? Wann wurde zum Beispiel die Europäische Gemeinschaft gegründet? Interessant, 1957 in Rom. Interessant, siehst du es? Also hier hast du die Auslegung aus der Praxis. Es ist das Römische Reich identifiziert an allen Ecken und ich sahne heute nur gerade so oben ab, man könnte hier in 100 Details gehen. Die römischen Verträge, 1957 wurde die EG gegründet mit dem Ziel eines Weltparlamentes. Im Moment geht es ums EU-Parlament, das wird so blockweise aufgebaut in mehreren Schritten. Wie sieht es mit dem meinungsmachenden Kopf aus? Ich muss hier einfügen, das sind jetzt mal meine Einlegungen in diese Köpfe. Du kannst die vielleicht idealer zuordnen. Mir geht es darum, die Zahl 7 ist einfach ein Prinzip. Aber du kannst mit 7 Köpfen, kannst du alles beobachten, was heute läuft. Vielleicht hast du eine bessere Einteilung, das darfst du machen. Also ich sage hier nicht, so spricht der Herr, genau so muss es sein. Aber genau so ist es, so stelle ich es fest, so wird eine Weltherrschaft aufgebaut, gerade in diesen Tagen. Also wo sehen wir Bemühungen um einen meinungsmachenden Kopf? Es ist das eine Bildungswesen, das angestrebt wird, da sehe ich einen Anfangsverdacht gegeben, und zwar für die ganze Welt. Ich möchte jetzt hier niemand kränken, mal wenigstens Professoren in unserer Mitte, aber ich sage mal, allein der Begriff Universität sagt eigentlich, wo der ganze Karren durchläuft, universell, oder? Es ist eigentlich der Gedanke schon da im Namen drin, dass das Ganze universell werden soll, eine Bildung für die ganze Menschheit. Das sprechende Bild, von dem Offenbarung zeugt. Es ist der Fernseher, nichts anderes, ja, dem Geist gegeben wird. Was bildet denn die Menschen? Welche Gedanken bekommt man hier? Es ist die ganze Welt, die von dem einen Medium gebildet wird, die Massenmedien, TV 666, wie wir schon geredet haben, das Internet. Es saugt alles in dieselbe Richtung, in eine Weltanschauung. Immer mehr Gesetze kommen auf, wo du siehst, dieses Tier hat eine Weltanschauung, sie schafft Gesetze, um ihre Weltanschauung dir aufzuoktrinieren. Das sind Bildungspläne, die Frühsexualisierung jetzt gerade, der ganze Genderismus, du wirst im Lauf der Botschaft sehen, wo das alles herkommt. Die Philosophien, der ganze Luziferkult, schau mal die Filme an, weltweit, etwa 50% davon sind satanische Dinge. Ja? Siehst du es? Anfangsverdacht gegeben? Gut, gehen wir next zum wissenschaftlichen Kopf. Wo sehen wir hier Bemühungen? Ja, wir sehen sie. Es ist ein Anfangsverdacht. Wenn ich jetzt gerade bei der Medizin bleibe, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, das ist ein Kopf. Ja, das haben wir jetzt heute ganz deutlich gehört in dem vorigen Vortrag. Das sind Bemühungen, da kommst du nicht einfach so durch. Das ist auf der ganzen Welt dasselbe, ob du in Afrika, in England oder in den USA bist, in der Schweiz, Deutschland, überall ist ein Kopf. Das ist ein wissenschaftlicher Kopf, da ist die WHO gerade so ein Teil drin. Ja? Die ganze Chemie, die Pharma, die Physik, Biologie, alles geht in eine Richtung, die Genforschung, die Kommunikation, die Sprache gehört da rein, die Geheimwissenschaften selbst gehören damit rein. Da könnte man ziemlich viel aufzählen, was unter so einem Kopf alles Platz hat, aber Tatsache ist, das ist ein Gebilde, ein Staatswesen, dass diese verschiedenen Köpfe hat, diese verschiedenen Herrschaftsbereiche. Dann ein finanzieller Kopf. Gibt es hier finanzielle, weltumspannende Bemühungen? Ja, sicher. Man redet von einer Weltbank, von einer Weltwährung, via Europäische Zentralbank, via Staatspleiten, via nationalen Währungscrashs, hin zu dem einen elektronischen Geld, 666, da lässt sich's grüßen. Ja. Seht ihr das auch so?
Wir haben einen kulturellen Kopf genannt als fünftes, Bemühungen hier. Ja, ich würde sagen, eine Monokultur ist im Gange, eine Einweltkultur. Das fängt an mit dem Modegeist. Wer trägt schon nicht zum Beispiel Jeans? Ja? So hat es doch begonnen. Oder? Auf allen Ebenen findest du die Mode, die Kunst, alles in eine Richtung, wenn du nicht dabei bist. Schau mal das Radio ein und schau mal im Vergleich vor 50 Jahren, wie viel unterschiedliche Musik du noch hörst. Ja? Rockmusik ist einer der Fördermittel, um diese eine Welt hervorzubringen. Aber das geht weiter. Das geht, wenn du die Rockmusik kennst, weißt du, das ist alles mit Ideologie, mit Satanismus in Verbindung. Die Rockmusik, ich war selber Rockmusiker, ich weiß um die Dinge, ich kenne die Hintergründe in- und auswendig. Da geht hinein in die Astrologie, in die eine Weltreligion, die am Aufbauen ist. Es ist ein Luziferkult. Das ist wahr und das ist im Gang und das siehst du an Leuten, die sich bemühen, diesen Luziferkult jetzt langsam in die Welt einzuführen. Das mag jetzt für Leute unheimlich klingen, ja, was redest du hier, Satanismus, Luziferkult? Aber schau mal, wir schauen uns ein paar Leute an, die genau wissen, was sie tun. Also wir sagen, Herr, vergib ihnen nicht, denn sie wissen ganz genau, was sie tun. Schaut mal diesen Mann an, Bild 229, was macht er da? Seht ihr den, kennt ihr den Mann? Was macht er da für ein lustiges Zeichen? Das ist der Satanistengruß, das weiß jedes Kind, das wissen diese Leute sehr genau. Warum macht er einen Satanistengruß? Schau mal, du siehst hier die Tochter eines Satanisten, die hier eingesegnet wird in Satans Kirche. Schau, ob du in Frankreich bist, in den USA, in England. Und kleine Vorwarnung, was hat denn der Mann da mit dem roten Kittel für eine komische Fingerbewegung? Es ist der Satanistengruß. Ja, sind das alles Zufälle? Nein, es ist das, wovon wir reden, auf erstehenden Tier, das bis hinein in die Religion dir vorgibt, in welche Richtung es geht. Und schau, die sind alle eins. Man könnte jetzt hier stundenlang abschweifen und diese Dinge sagen. Ich möchte das nur einfach mal so als Vorwarnung einflechten. Wir kommen zu dem Mann mit dem Käppchen dort noch. Der sechste Kopf, ein judikativer Kopf. Gibt es Bemühungen? Anfangsverdacht gegeben, na sicher. Entwicklung der Justiz in Richtung Europäischen Gerichtshof. Ein judikativer Kopf meint die Gerichte, ein Weltgerichtshof. Das ist doch das, was bemüht ist, nicht wahr? Genau so ist es. Aber es ist drunten alles ein Tier, das möchte ich zeigen mit dieser Auslegung. Universalgesetze, die sich übers Völkerrecht erheben, mit dem Ziel, einen Weltgerichtshof am Schluss das Sagen hat. Dann sage ich, ein siebter Kopf wird ein militärischer Kopf sein. Bemühungen, Anfangsverdacht da. Aber sicher, via NATO haben wir gesehen, heute durch den Vortrag über die Ukraine, wie sich die NATO verhält. Sie erfüllt genau diese Kriterien, dass es zu einer Weltherrschaft kommt. Siehst du, das ist Rom mit seiner Kriegsmaschine. Da hast du es, alles zusammengefasst, aufersteht da wieder. All die Philosophien, all die Kulte und so weiter, aufersteht hier wieder. Und es geht weiter jetzt über Eurogent vor, das ist die internationale Polizei, wo Völker austauschen, die Franzosen zu uns kommen, wir zu den Rumänen oder umgekehrt. Die schauen dann für Recht und Ordnung in deinem Dorf, weil dein Dorfpolizist würde nicht das mit dir machen, was die machen, denn der hat eine Beziehung zu seinem Volk, die anderen aber nicht. Das gehört alles zusammengefasst unter den militärischen Kopf. Also hier hast du es, das ist mal eine Auslegung, dass wir verstehen, was die Bibel unter Köpfen versteht. Jetzt die 10 Hörner, Offenbarung 17, Vers 12, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Königsherrschaften, die Regenten, die noch kein Königsreich oder Herrschaftsgebiet genauer empfangen haben, aber sie werden mit dem Tier eine Stunde Macht haben. Also die Hörner sind Herrschaftsgebiete, ja? Herrschaftsgebiete, da reden wir jetzt von Zonen, und schau mal, gibt es hier einen Anfangsverdacht, dass sich so etwas schon entwickelt vor uns? Ja, bereits in den 70er, 80er Jahren des 20. Jahrhunderts teilte der sogenannte Club of Rome, haben wir heute auch schon mal von ihm gehört, die Welt in genau sogenannte 10 Wirtschaftsräume auf. Da hörst du und staunst du. 10 Wirtschaftsräume. So hat es auch angefangen mit der Europäischen Gemeinschaft. Zuerst waren es EWR, waren es Wirtschaftsräume, sogenannte. Aber heute ist es eine Diktatur, die sich förmlich über alles wirft, über alle Nationen, die uns die eigenen Gesetze überholt und uns in ihre Knechtschaft nimmt. Schau, so haben sie es aufgeteilt. Man redet von Wirtschaftsräumen, aber das ist nur das Einfädeln einer Weltherrschaft, wo nachher geherrscht wird. Das sind Herrschaftsgebiete, nicht einfach Wirtschaftsräume. Das ist nur der Vorwand, um das aufbauen zu können. So haben sie Club of Rome aufgeteilt, die Welt.
erster, also zehn Hörner haben wir gerade. Kanada, USA, so wird die ganze Welt in 10 Stücke aufgeteilt, in 10 Herrschaftsgebiete. Europäische Gemeinschaft, zweitens, drittens Japan, viertens Israel, Südafrika und Australien, fünftens Comecon-Staaten, sechstens lateinamerikanische Freihandelszone, siebtens Arabische Liga, achtens Organisation für afrikanische Einheit, haben wir heute auch schon davon gehört, neuntens nicht-kommunistische Staaten Asiens und des Südpazifik, da siehst du, hier kommt schon wieder die Ideologie ins Spiel, das zeigt, dass es nicht einfach um Wirtschaftsräume, sondern um viel mehr geht, es geht um Herrschaftsgebiete, die sich schon mal aufteilen. 10 haben noch keine Herrschaft bekommen darüber, aber über kurze Zeit werden sie es noch haben. Dann kommt 10 China und kommunistisches Asien. Diskutiert wird noch, ob diese Weltordnung ihren Hauptsitz in Rom hat oder Jerusalem. Ich sage das einfach mal alles vorweg, weil das kommt aus dem berühmten Freimaurertum, das ich immer so schön reden will. Diese Gedanken sind alle zu laut gedacht worden, dass wir heute darum wissen. Der Freimaurerische Club of Rome hat sich verraten, hat 25 Jahre bestritten, dass es ihn gibt, aber wurde beim 25. Jahresjubiläum von einem John Coleman überrascht, enthüllt. Und seine Existenz ist seit 1969 klar. Ich zitiere Coleman, der Club of Rome spielt eine wichtige Rolle in der gesamten externen und internen Planung, nicht nur der US-Regierung, sondern hat auch weitreichenden Einfluss auf die politische Gestaltung in Europa, obwohl er über kein Mandat seitens der Wähler verfügt. Das ist interessant. Siehst du ein Tier, das aus dem Meer hochsteigt, kein Mandat, es kommt aus dem Völkermeer raus. Der Club of Rome organisiert also unsere materielle Welt, Schritt für Schritt heißt es dort, politisch, wirtschaftlich, sozial, bis zur Erreichung des vom Komitee der 300 gewünschten Endzustandes der neuen Weltordnung unter der Herrschaft der eine Weltregierung. Siehst du, hier sind Anfangsverdachtsmomente gegeben genug, dass wir sagen können, wenn das die Erfüllung der Bibel ist, die genauso eintrifft wie alles, was sie gesagt hat, dann gute Nacht, Freunde. Dann wacht mal auf, dann wachen wir alle am besten mal auf und machen was dagegen. Seid ihr einverstanden? Aber wir wollen jetzt untersuchen, wie das gesamte Konstrukt aussieht. Und wir müssen begreifen, von den Anfangsbildern, es gehört alles zusammen. Drache, Tier aus dem Meer, Tier aus der Erde, Hure Babylon, die das Tier aus dem Meer reitet. Ein Ding der Unmöglichkeit von der Fantasie her oder vom Verstand, aber das sind geistliche Bilder, ihr versteht das. Jetzt schauen wir uns die Hure Babylon an. Ihr ruft einfach, wenn ihr nicht mehr mögt, könnt nach Hause und schlafen oder was ihr wollt, ich predige jetzt einfach mal, okay. Also Offenbarung 17, die Hure Babylon. Der Engel sprach, komm her, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an vielen Wassern sitzt. Was sind Wasser? Völker, also an vielen, hat viele Völker zu tun, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und die Bewohner der Erde sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht und er führte mich im Geist hinweg in eine Wüste und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voller Lästernamen war und 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Also da sind wir wieder beim Ausgangspunkt und dann heißt es 17,9, hier ist Verstand nötig. Wer weiß hat, sage das. Die 7 Köpfe, jetzt kommt wieder die Auslegung der Bibel selber. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Und es sind 7 Könige. Siehst du, 7 Berge, das war ein Begriff zu der Zeit, wo diese Schrift niedergeschrieben wurde. Denn Rom wurde die 7 Hügelstadt oder die 7 Bergestadt genannt. Babylon, wenn hier nicht von Rom, sondern Babylon die Rede ist, nimmt das Bezug auf die Okkultreligion, auf die luziferische Religion, die von Babel herkommt, die das ganze Haupt, den Blutkreislauf bildete von Rom. Ja? Die Kriegsmaschine war nur die eine Seite, der Luziferdienst war das eigentliche Problem dahinter, warum das so verkannt ist. Ja? Und wenn Petrus in seinem ersten Brief schreibt, es grüßt euch die Miterwählte in Babylon, ist das ein Deckname für Rom, so haben sich die Christen untereinander verständigt in der Verfolgung. Und jetzt Vers 18 sagt die Bibel wörtlich, was diese Frau ist. Die Frau ist die große Stadt, die auf 7 Hügeln, die Könige der Erde in ihrer Gewalt hat. Seht ihr, und über viele Jahrhunderte hinweg gibt es nur eine Möglichkeit, wie diese Prophetie sich erfüllt hat.
Denn selbst Könige, selbst Kaiser in Europa demütigten sich vor Entscheidungen von wem? Vor dem Papst. Seht ihr? Genauso ist gekommen, als er diese Frau reitet, das Tier spricht. Die Auslegung von der Hure Babylon kommt von der Bibel selber auf Rom zu sprechen, auf den Papst. Denn die Könige und der Herrscher beugten sich vor seinen Entscheidungen. Jetzt geht es aber weiter, jetzt müssen wir achten, was es genau ist. Auf ihrer Stirn war geschrieben, Zitat, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und Gräuel auf, aller Gräuel auf der Erde. Wenn die Hure hier gerede, von einer Hure die Rede ist, müssen wir wissen, Hure ist ein geistliches Bild. Das hat jetzt mit Religion ziemlich viel zu tun. Unter Hurerei versteht die Bibel in allererster Linie, wenn ein Gottesvolk, das aufrichtig und rein Gottesdienst übte, wenn es abfällig wird. Also wenn das Volk, das an Gott hing, plötzlich in den Luziferdienst hineingeht. Das nennt die Bibel Hurerei durch das ganze Alte Testament. Also ich habe die Bibel jetzt mindestens 40 Mal durchstudiert, ohne all die 2000 Predigten, Vorbereitung. Ich kann dir sagen, das verhält, was ich dir sage. Hurerei bedeutet Abtrünnigkeit, Götzendienst. Aber wenn wir von Götzendienst reden, ist nicht der Unterschied, dass du statt Gott einfach eine Statue anbetest. Es gibt nur einen Götzendienst. Ihr müsst wissen, unter dem Strich gab es auf der ganzen Welt zu aller Zeit eigentlich nur eine wirkliche Fremdreligion. Und die kommt von Babel her. Das wäre jetzt eine längere Geschichte, die habe ich jetzt gekürzt. Das würde dann in den 6 Stunden noch ein bisschen Platz haben. Aber unter dem Strich gab es nur eine dramatische Bewegung, die sich auf alle Länder verteilt hatte. Die kam von Babylon, das ist der Luziferdienst. Das heißt, die Teufelsanbetung im Namen der Gerechtigkeit. Mit allen blutigen Opfern, mit Kinderopfern, der Moloch und all diese Dinge, von dem ist ständig in der Bibel die Rede. Und das galt es zu bekämpfen. Und es war nur Israel, das einzige Volk, das das wirksam bekämpft hat, bis es dann selber unter die Räder gekommen ist und im Zuge der kabbalistischen Verführung dann das eigene Priestertum daran verloren hat. Hier hat Rom das Spiel verloren. Israel hat es schon vorher verloren. Da kommen wir nachher noch dazu. Ich darf nicht vorwegnehmen, nicht abschweifen, sonst kommen wir nie durch in dieser gegebenen kurzen Zeit. Okay, mögt ihr noch? Also, die Nationen selber wurden nie als Huren bezeichnet, wenn sie Götzendienst getan haben. Weil Hure kannst du nur sein, wenn du geheiratet hast, wenn du den Mann hast. Sie hatten den Mann gar nie und darum kommt es nur für die römisch-katholische Kirche in Frage der damaligen Zeit. Wenn jetzt hier Katholiken sind, bitte erschreckt jetzt nicht, haltet euch einfach am Stuhl fest, das müsst ihr hören. Mit dem müsst ihr fertig werden. Wir mussten auch mit manchem fertig werden, was uns nicht gepasst hat. Ihr werdet der Vorwurf gemacht, mit dem schweren Wein ihrer Unzucht, ihrer Hurerei, alle Nationen berauscht zu haben. Schau, die römisch-katholische Kirche hat heute 1 Milliarde Anhänger. Nur, dass das mal ein bisschen klar ist. Das ist eine sehr treffliche Auslegung. Offenbarung 17,4 und die Frau war bekleidet mit schau mal, mit Purpur und Scharlach, kennen wir die Farben von irgendwoher? Ja, das sind die Roben der Kardinäle, der Bischöfe in der römisch-katholischen Kirche. Du hast jedes Indiz von der Bibel vorausgesagt, wie es kommt. Und sie waren übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Das ist der unermessliche Reichtum des Papsttums, des Vatikans. Und schau, wenn wir ein bisschen genauer jetzt hingehen, jetzt gehen wir mal richtig rein, jetzt möchten wir nicht nur Verschwörungstheorien verbreiten, sondern wir möchten Belege, Beweise und ich möchte euch jetzt die Beweise aus der römisch-katholischen Kirche selber, aus dem Vatikan selber liefern. Schau, es gibt auf der ganzen Welt keine Religionsgemeinschaft, keine Nation, nichts, das es fertiggebracht hat, ihre eigenen Münzen mit einer Frau, mit einem Kelch in der Hand zu prägen. Das ist die Lire, mit der habe ich noch Eis eingekauft, mit 100 Liren damals. Aber schau dir mal das Bild an, wie das aussieht. Niemand außer dem Vatikan hat je diese Frau mit dem Becher, so wie die Hure Babylon ja, symbolisiert, hat sie auf ihre eigenen Münzen geprägt. Beachte mal diese Sonne, die dort aus dem Kelch kommt schon mal. Das heißt dort City del Vaticano, Fides City del Vaticano. Beachte, dass dort eine Sonne im Kelch ist, wir kommen darauf zu sprechen. Jetzt gehen wir auf die Indiziensuche, Offenbarung 17,6. Und ich sah die Frau trunken vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Also hier trinkt sie Blut und eine Sonne schaut raus. Siehst du, von keiner anderen Kirche, von keiner anderen Sorte kannst du so viel Blut der Heiligen sehen wie bei der römisch-katholischen. Als wir den Film Helden sterben anders gedreht haben, bekamen wir die ganze Macht zu spüren, dass sie noch da ist, ja, von dieser Kirche. Ja. 60 Millionen Tote, ihr Lieben, und diese Kirche gibt es immer noch. 60 Millionen Tote, abgeschlachtet, aufs Grausamste,
Geschichte haben wir in der Schule gelernt, ja. Als wir es drehten, war die Hölle los, ja. Die Bibel sagt, auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis. Ein Geheimnis steht auf ihrer Stirn geschrieben. Seht ihr, das ist der Hinweis, dass das Ganze um einen Geheimbund geht. Es liegt mit anderen Worten nicht an der Oberfläche, es ist ein Geheimkult. Also wenn ihr römisch-katholischen oder Katholiken hier seid, ihr seid nicht betroffen, es gibt Dinge unter der Decke der Geschichte, die sind einfach so tragisch, da könnt ihr nichts dafür. Ich sage mit dem nicht, dass die römisch-katholische Kirche, die Menschen darin schlecht wären. Wir klagen niemand an, wir sind generell gegen Rassismus. Darum habe ich diesen Titel so gewählt. Siehst du, ich sage, wir lieben euch alle, wir lieben alle Nationen, wir lieben die Juden und die Nationen, wir lieben alle. Ja? Wir lieben die römisch-katholischen, die Freimaurer, wir lieben alle. Seht ihr, aber es muss sich was ändern hier. Gut, also, keine andere Kirche hat mehr Unfug getrieben, aber es ist ein Geheimkult. Und jetzt gehen wir auf Anfangsverdachtssuche, was die römische Kirche an Geheimkult haben könnte. Wir beginnen bei den ältesten Belegen in der Geschichte und gehen in die jüngsten Belege über. Die ältesten Belege sind die, dass die zur Zeit Jesu in den ersten 213 Jahren nach Christus gab es einen einzigen Kampf von der Ostkirche gegen Rom, gegen die römischen Christen dort. Die Ostkirche hat unablässig, also ist die in Jerusalem, Vorwürfe gemacht. Ihr habt eine innere und eine äußere Lehre. Ihr seid in einem Götzendienst tätig. 213 Jahre lang gab es einen Streit zwischen Ost- und Westkirche, also zwischen Jerusalem und Rom. Was war die Behauptung? Sie machten ihnen die Vorwürfe, ihr habt in Rom den Götzendienst, den Baal-Berit-Kult eingeführt. Ihr habt einen Tannenbaum aufgestellt. Und das bringt das mit Jesus in Verbindung, dabei feiert ihr die Auferstehung Nimrods. Ihr feiert den Götzenkult, den Luziferkult von Nimrod, von Semiramis, seiner Hurenfrau, die gleichzeitig seine Mutter war. Weil das war der Inbegriff der okkulten Religion von damals, der Inbegriff der uralten satanischen Okkult-Kabbala. Also wenn ich von dem rede, dann denkst du nicht an die Verschleierungen der Kabbala, die heute verkauft wird, wo du ein gutes Leben führen lernst und so weiter. Das sind nur die Verschleierungstechniken. Nein, sie stellten eine Föhre hin, Baal-Berit war das. Das war die Anbetung Nimrods, des Himmelsgottes Nimrod, der erste Erbauer von Babylon und seiner Hurenfrau Semiramis, die gleichzeitig seine Mutter war. Eine Okkultreligion. Und ein Zitat hier aus der Kirchengeschichte sagt, wenn dieser Baum in vollem Lichterglanz stand, wurde Nimrod gerühmt und geehrt. Man hielt Ess- und Trinkgelage ab und verteilte einander Geschenke, alles zu Ehren der Himmelsgöttin und ihres Gottessohnes. Also das war dann der Tammuz, der Gottessohn. Abscheuliche Fressorgien waren dabei an der Tagesordnung. Kennen wir sowas? Oh, dann haben wir einfach das Christkindl in die Krippe gelegt anstelle von Tammuz. Man hat aus Maria die Himmelsgöttin Semiramis, also man hat das einfach ausgetauscht. Machen Sie den Vorwurf, versteht ihr? Das war nicht meine Idee, das war der 213 Jahre lange Kampf und dann hat sich die römische Kirche doch durchgesetzt, das Weihnachtsfest gegen 213 Jahre Protest eingeführt und sie haben es gemacht wie mit Ostern, wie mit Pfingsten, mit der Taufe. Plötzlich träufelte man Säuglingen auf den Stirn, dass meine Großmutter mit 103 noch sagte, katholisch geboren, niemals verloren, ja. Frauen nicht begriffen, dass es eine Bekehrung braucht. Versteht ihr? Das war es, oder? Über Jahrhunderte hinweg betete die ganze Welt, diese Dreieinigkeit an, die aber nicht die Dreieinigkeit Gottes ist. Unser Gott ist dreieinig wie du. Du hast Geist, Seele und Leib, bist aber eine Person, okay? Ja? Ich mache jetzt keine langen Ausführungen. So ist Gott, er ist eine Person. Geist, Seele, Leib, vom Wesen her hat er uns genauso geschaffen. Und du musst verstehen, dass alles, was uns vorgegaukelt wird, diese Vielfalt, diese sogenannte, war schon seit je immer nur eine Einfalt. Ich beweise das kurz. Darf ich das? Also, schaut euch mal, ich habe ein paar Bilder mitgebracht, jetzt kommen wir zu 3,16 Bild. Die Hauptgötter, wie gesagt, der Nimrod hat sich selber zum Gott erklärt. Er war der Königs, der Vater im Himmel sozusagen, hat er gemacht. Seine Hurenfrau, die Semiramis, und der Tammuz, der heidnische Messias, das war ihr Sohn. Schau, in Babylon, ich gehe jetzt mal kurz Nimrod durch, ist immer dasselbe, in allen Ländern ging es immer um Nimrod, aber er hat ganz verschiedene Namen. Warum verschiedene Namen? Ja, wie bei uns. Ich sage Jesus, der Jude sagt Yeshua, der Spanier sagt Jesus, oder? Und der Engländer sagt Jesus. Das sind komplett verschiedene Namen, aber wir meinen eine und dieselbe Person.
Als ein Kurz Nimrod ist in Babylon, Belus, in Libanon, Baal, in Griechenland, Zeus, in Ägypten, Ra, Indien, Vishnu, Phönizien, in El, in Rom hieß er Jupiter, in China, Panku, in Assyrien, Ninus, in Mexiko und so weiter. Siehst du, es ist immer dasselbe, es geht immer um Nimrod. Es gab einen Luziferkult und das war das Problem, weil dieser Luziferkult blutigste Opfer forderte. Jetzt schauen wir uns das Mädchen an dort, die Semiramis. Seht ihr die rechts außen jetzt? Ich kann nicht alles um der Zeit willen im Einzelnen durchgehen, aber schaut, es ist immer dieselbe Frau mit dem Kinn, mit dem Tammuz. In Babylon ist es die Rea oder Izar, in Libanon die Astoreth, in Griechenland die Aphrodite, also die Liebesgöttin, wenn du so willst, in Ägypten die Isis oder Hathor, in Indien ist es die Isi oder Devaki, in Phönizien ist es die Astarte, in Rom ist es die Kybele oder Diana und so weiter bis nach unten. Du kannst es nennen, wie du willst. Es ist immer dieselbe Okkultreligion, die dahinter steckt. Und schau mal, jetzt fragen wir uns, ist das jetzt Maria, die Mutter Gottes? Was würdet ihr sagen? Wer ist das? Ich sag dir, wenn sie den Christbaum eingeführt haben, dann kannst du schon mal mit Sicherheit davon ausgehen, das ist nicht Maria. Nein, es ist nicht Maria, es ist Maria. Das war die Göttin aus dieser Okkultreligion, die Maria, das war eine Höhlenbewohnerin, die Göttin des Waldes. Es wurde alles ausgetauscht. Das war der Vorwurf der ersten Kirche von Jerusalem gegen Rom. Sie haben das durchschaut, dass hier der alte Satanskult übernommen wurde, getarnt, alles mit christlichen Symbolen ausgetauscht. Aber nie hat Jesus gesagt, verherrlicht meine Mutter als Himmelsgöttin. Das findest du nirgends in der Bibel. Er sagt am Kreuz, Weib, das ist dein Sohn. Frau, das ist dein Sohn. Zu Johannes sagt er, das ist deine Mutter. Ja? Er hat sie noch nicht mal mit Mama angesprochen. Das war die Erhöhung, hat diese Figur Maria genommen und darum betet man sie an, obwohl die Ostkirche gesagt hat, das ist doch Götzendienst, ihr könnt die Maria nicht anbeten. Seht ihr, jetzt gehen wir mal eine kurze Studie durch. Im neuen Zeit gibt es Belege für einen Geheimkult in der römischen katholischen Kirche aus der Gegenwart. Ja, Pater Don Luigi soll das wissen, der ist ein Insider dort. Kürzlich veröffentlichte er in seiner Zeitschrift Chiesa Viva eine Entdeckung, die ihn schockiert hat, brüskiert hat und alle Priester mit ihm. Wisst ihr, viele wissen nicht Bescheid, es ist wie im Freimaurertum, es sind die Hochgrade, die Illuminaten, die Luziferier ganz oben, die wissen Bescheid, die unten tun oft ihren Dienst, bis sie merken, da stimmt was nicht. Ja? Also der hat entdeckt beim Neubau einer katholischen Kirche, das sind lauter Okkultsymbole. Und dann schreibt er dem Papst voller Entsetzen, wie kann es sein, dass eine Kirche voller Okkultsymbole ist? Und er bekommt keine Antwort vom Papst. Es kommt nichts zurück. Also nachdem der Papst jede Antwort verweigert hat, schreibt Pater Don Luigi, ich zitiere, entsetzt schreibt er zum Papst, Heiligkeit, wir sind dahin gelangt, mit Entsetzen einen plausiblen Grund für dieses ihr unbegreifliches Schweigen angesichts aller bestürzenden Anklagen von Chiesa Viva zu ahnen. Jetzt passt gut auf, schnall dich fest. Was sagt dieser Pater? Was ahnt er? Nämlich, dass wir uns ab jetzt bereits in jener Phase befinden, in welcher man den Kult Luzifers, der seit langem insgeheim an der Spitze des Vatikans praktiziert wird, in versteckter Form auch in den gewöhnlichen Kultzentren, das heißt in den Pfarrkirchen und so weiter, verbreiten und auferlegen will. Kommt ihr da noch mit? Das sind die jüngsten Beweise, ja. Also machen wir uns jetzt gleich auf die Suche, auf die Spurensuche. Der Historiker und Forscher Professor Veit hat das für uns übernommen. Er ist in die Kirchen rein, überall auf der Welt ist in die Kirchen rein, hat Fotografien gemacht. Wir haben aber auch viele aus dem Internet gezogen. Und wir schauen das kurz an. Finden wir Bestätigung, dass das eine luziferische Sekte im Untergrund ist, die ganze Welt in diesen Luziferdienst bringen will? Das Tier, der rote Drache, der Teufel, der hier Anbetung sucht. Schaut, diese Figur, man sagte uns, es ist Petrus. Aber warum küssen alle seine Füße, die dort sind? Was ist das? Würdest du Petrus Füße küssen? Nein, es ist die typische Jupiter-Verehrung. Das ist Jupiter, versteht ihr? Der kommt aus diesem Baalskult hervor, aus diesem babylonischen Kult hervor, aus dem Satanismus. Da küsst man den Fuß, das war die uralte Zeremonie davor. Man sagt uns, das nächste Bild, das sei Christus. Schau hinten die Kathedrale, du siehst Christus, der die Last der Welt trägt. Nein, es ist aus der Okkultreligion, es ist Atlas, nicht Christus. Atlas heißt im Griechischen Träger und er ist in der Mythologie ein Titan, ein Gott,
der das Himmelsgewölbe am westlichsten Punkt der damals bekannten Welt stützte. Ja? Siehst du, es ist nicht Christus. Das waren die Vorwürfe der ersten Ostkirche, versteht ihr? Und sie haben entgegen von all dem haben es bestritten, ja, aber so läuft es. Ausgetauschte Symbole, es ist nicht das Alpha und Omega, das wir Christen hineininterpretieren. Es ist das klassische Symbol des Gottes Hermes in katholischen Kirchen, in Stein gemauert. Du kannst es dort und überall finden, diese Figuren. Das nächste Bild, uns macht man weise, oder euch Katholiken macht man weise, es sei David. Aber warum hat er eigentlich eine Panflöte in der Hand? David hat doch Harfe gespielt. Seht ihr, das ist der Gott Pan. Alles aus derselben okkulten Ecke. Ja? Der Gott Pan, halb Gott, halb Mensch. Er lebt in den Wäldern. Ein Symbol für okkulten, sexuellen Gottesdienst. Der Baphomet-Dienst, wenn du so willst. Von Pan kommt der Begriff Panik. Ja? Die Frauen fürchten sich, in den Wald zu gehen wegen diesem Halbtier. Einen anderen Kirchenknopf von einer anderen Tür, das Yin und Yang-Zeichen, aber du musst wissen, im Satanismus ist das Yin und Yang, hat einen mystischen Wert, das Tao, das ist die Phallus-Anbetung, also Geschlechtsteil-Anbetung, das kannst du auch mit der Zahl 69 gleichsetzen. Das nächste Bild, es ist das Symbol, jetzt wird es immer deutlicher, das hast du für den Gott Anubis und Phönix, alles aus derselben babylonischen Ecke kommt das. Und dann schauen wir noch mal die 100 Lire an, wo es steht, City del Vaticano, Fides, City del Vaticano. Du denkst als Katholik, Fides gleich Glauben. Ja, macht man dir weiß. Sie haben gesagt, du hast eine innere Lehre und eine äußere Lehre. Das war der Vorwurf der Ostkirche. Ihr habt eine innere Lehre, die sagt, Fides heißt Glaube fürs Volk, aber in Wirklichkeit, und das sagt ihr der 33 Grad Freimaurer Alfred G. Mackey, sagt, es ist die Göttin Oaz. Fides ist eine Göttin der Schwüre. Und wenn du geschworen hast und ihren Schwur brichst, schneidet sie ihren Kopf ab von einem Ort zum anderen. Das ist der okkulte Zusammenhang. Ja? Das nächste Zeichen, alles in katholischen Kirchen auffindbar, das ist das Zeichen des Zodiac, ein okkultes Zeichen. Und du kannst sagen, das ist der Sonnenkult. Sonnenkult in der katholischen Kirche, na sicher, siehst du, ich habe gesagt, merkt ihr mal diesen Kelch dort, diesen kleinen. Seht ihr es noch, den Kelch der Hure mit der Sonne drin? Siehst du, sie selber geben zu, dass sie im Sonnenkultus sind. Es ist der Sonnenkultus, nichts anderes. Und dann ein nächstes Zeichen, das Malteserkreuz. Du denkst, das Kreuz Christi. Denkst du, Freimaurerlexikon klärt dich darüber auf, was das ist. Es ist das Symbol der Templerorden, also ein Freimaurerorden, verstehst du? Und dann sagst du, ja Moment, der Vatikan, die haben einen Streit mit den Freimaurern. Ja, ja, irgendwo haben wir gelesen, das Tier wird die Hure abwerfen. Mögt ihr euch erinnern am Anfang? Das Tier wird, oder haben wir das noch nicht gelesen, den Text? Es heißt, die Hure reitet das Tier mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern. Am Schluss gibt es Streit, die wird abgeworfen. Ist ja logisch, wenn sie einander in die Quere kommen, vor allem der City del Vaticano, das ein eigener Staat ist, mit der City of London, mit Wall Street, mit Washington DC, das alles eigene Staatswesen sind, ja. Wenn die sich in die Haare kommen, wenn es ums Geld geht, haben wir heute gesehen, das ist die Endstation, oder? Also da rüttelt der Stuhl, siehst du, aber im Ursprung kannst du das Freimaurertum entstehen sehen, mitten in der katholischen Kirche drin. Wir kommen noch tiefer da rein. Aber schaut mal zuerst noch, was sie dort haben. Ein nächstes Zeichen. Der Kompass, Hammer, Sichel. In der Kirche. Alles in der Kirche abgefilmt, ja. Also wir fragen, ist das Verschwörung, eine Theorie bloß oder ist das ein realer Volksbetrug? Wer würde sagen, ist eher Volksbetrug? Na siehst du, das lässt sich ziemlich leicht erkennen. Diese Dinge sind nicht einfach zufällig dort, ja. Ich sage aber, es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaften, der Gerichte und nicht der Journalisten, diese Dinge aufzuklären, wenn hier so ein Volksbetrug in solchem Umfang stattfindet, mit so viel Geldraub und was dahinter steckt, mit Mord, mit 60 Millionen Toten. Und die existieren einfach weiter, ja. Die machen einfach weiter. Da schreit kein Hahn mehr danach. Aber seht ihr, es hängt alles zusammen, das Tier, die Hure, das ist eine Einheit, das offenbart die Bibel, dass das alles zusammenhängt. Uns verkauft man das als einzelne, völlig unabhängige Institutionen, aber es gehört zusammen. Schaut, das Bild dort mit dem Fenster. Du denkst, es ist das Wort, das Schwert des Wortes, die zwei gekreuzten Schwerter. Aber schau, sie sind über einem Pult gekreuzt und das hat in der Freimaurerei, im Okkultismus, hat das die Bedeutung, pass auf, es gibt eine innere und eine äußere Lehre. Er sagt, pass auf, Pfaffe, Pfarrer, dass du nicht verrätst, das hast du den Kopf ab. Das ist das eigentlich okkulte Zeichen. Du weißt, jeder Freimaurer hat Schwüre und Eide zu leisten, die mit dem Tod enden, wenn er sie bricht, eben Göttin der Schwüre und so weiter.
nochmal auf das Kreuz zu sprechen kommen, das Freimaurersymbol vom Templerorden. Wir schauen uns ganz kurz die Tempelritter an. Diese mächtige Crew wurde von den Jesuiten kontrolliert. Die Jesuiten waren eigentlich mitunter die Miturheber der Freimaurerei. Wir sehen noch tiefer rein. Auch wenn das Papsttum die ganze Zeit dagegen schreit, gegen die Freimaurerei und umgekehrt, hier hast du die Entstehung von der ganzen Freimaurerei in der Kirche drin. Ja? Also wir gehen mal ganz kurz da rein. Der König Philipp Le Bel von Frankreich hat am 13. Oktober 1307 hat er die Tempelritter alle zum Tode verurteilt. Warum? Weil er sie beim Baphomet-Dienst erwischt hat. Die sogenannten Leute Jesu, wie sie der Papst sie nannte. Ja? Die Leute Jesu hat sie beim Baphomet-Dienst, das ist der direkte Satanistendienst. Ihr seht dort den Baphomet irgendwo. Ja? Den hast du übrigens nebenbei bemerkt, rechts habe ich ein Foto gemacht. Der ist auf deinem deutschen Pass. Ich weiß nicht, ob er heute draußen ist. Der war lange in eurem deutschen Pass einfach umgekehrt. Wenn du die Silhouette nachmalst und die Dinge kennst, merkst du, aha, das ist da drauf. Was sucht er eigentlich dort? Ja? Also Philipp Le Bel hat herausgefunden, die spucken aufs Kreuz, die trampeln auf dem Kreuz rum, die machen perverseste Sexorgien. Mit diesem Baphomet-Kult ist ein okkulter Sex-Gottesdienst, wenn du so willst, mit Lasten, die man hier noch nicht ansatzweise nennen darf. Ja. Also sie wurden jedenfalls unter die Perversen gezählt und überall bekamen sie die Todesurteile. Es waren die Sodomiten, also die Menschen, die auch mit Tieren Geschlechtsverkehr hatten und so weiter, eine luziferische Religion. Und das war alles verschmolzen mit dem Jesuitenorden. Dieser wurde gegründet 1534 am 15. August von dem berühmten Ignatius von Loyola. Von dem kommt das Wort loyal. Er hat die Leute gezwungen, unter die Krone des Papstes zu gehen. Und bevor er das aber konnte, musste er sich beim Papst Verdienst machen. Und schaut, wie er sich beim Papst präsentiert hat. So hat er sich dem Papst präsentiert. Kennt ihr das Bild von irgendwoher? Der eine Fuß hinten den Schuh runtergetreten, ein Bein hoch, eine Augenbinde, ein Strick um den Hals. Das ist die typische Weihezeremonie eines Freimaurers. Das war aber ein gutes Stück vor der öffentlichen, vor der Lebenrufung der Freimaurer. Da siehst du mal, von welcher Ecke es herkommt. So hat sich Loyola dem Papst vorgestellt. Der Papst hat ihn daraufhin eingesegnet und Hand in Hand mit den Jesuiten zusammenzuarbeiten. Und dann sind sie ausgezogen, haben die Gegenreformation gestartet und heute, der heutige Papst, so viel mir ist er der erste Jesuitenpapst, der erste aus den Jesuiten. Und wir wollen jetzt mal kurz schauen, und dafür gibt es hunderte Belege, dass das so ist. Wir wollen kurz jetzt den Schwur der Jesuiten anschauen und fragen uns, existiert dieses Geheimnis noch immer? Wir erinnern uns, sie trägt auf der Stirn einen Namen, Babylon. Geheimnis, ein Geheimkult. Ja? Und was hat dieser Geheimkult gemacht? Ich habe diesen Schwur jetzt, ich weiß nicht, neun Zehntel gekürzt, um der Zeit willen. Du kannst ihn aber nachlesen, auf dem Film hast du dann die Angaben, wo er herkommt. Der Schwur der Jesuiten. Ich erkläre und schwöre, dass seine Heiligkeit der Papst Christi stellvertretender Vizeregent ist und er ist das wahre und einzige Haupt der katholischen und universellen Kirche über die ganze Erde, also über jede Religion meint das über alles, und dass er die Macht hat, ketzerische Könige, Prinzen, Staaten, Republiken und Regierungen aus dem Amt abzusetzen und alle illegal, weil sie alle illegal sind, ohne seine heilige Bestätigung und dass sie mit Sicherheit vernichtet werden mögen. Jetzt mache ich einen Sprung. Ich verspreche und erkläre auch, das ist der Jesuiteneid, den Loyola eingeführt hat, ich verspreche und erkläre auch, irgendeine ketzerische Religion anzunehmen, um die Interessen der Mutterkirche auszubreiten. Dass ich, wenn sich Gelegenheit bietet, unbarmherzig den Krieg erkläre und geheim oder offen gegen alle Ketzer, Protestanten und Liberale vorgehe. Also liberal, nicht im heutigen Sinn von liberal, sondern was sich der Kirche, dem Denken der Kirche, der Hure Babylon nicht unterwirft. Und schau, wie gnadenlos er nachher gelobt, ich werde sie hängen, verbrennen, verwüsten, kochen, enthäupten, erwürgen und diese Ketzer lebendig vergraben, die Bäuche der Frauen aufschlitzen und die Köpfe ihrer Kinder gegen die Wand schlagen. Nur um ihre verfluchte Brut für immer zu vernichten. Und wenn ich sie nicht öffentlich umbringen kann, so werde ich das mit einem vergifteten Kelch, dem Galgen, dem Dolch oder der bleien Kugel heimlich tun.
ein Geheimnis. Siehst du es? Quellen gibt es noch und noch, das ist bewiesen, das ist echt. Und was lese ich das eigentlich? Du musst nur die Kirchengeschichte studieren. Genauso haben sie es gemacht, die Hexenverbrennung, die berühmten. Genauso haben sie es gemacht, in jedem Braveheart-Film, überall kannst du sehen, wie sie Leute ausgeweidet haben. Genau das haben sie gemacht mit den Leuten, 60 Millionen. Und darum ist nicht erstaunlich, dass du dann das Symbol auch von Jupiter, dem Gott des Todes, sprich das Symbol Skull and Bones, findest in den katholischen Kirchen. Schau mal hier, in Stein gemeißelt, unter dem Kreuz, Skull and Bones Zeichen. Ja? Da gäbe es so viel zu sagen, es ist der Totenkult. Es ist immer eine Religion über der ganzen Welt. Aber sie gestaltet sich in vielen anderen Namen. Ja? Also, jetzt noch die letzten hier zu Babylon. Der Fisch, du sagst jetzt Jesus, der Fisch auf dem Auto der Christen, der meint Jesus, aber der Fisch hier ist Dagon, der Gott Dagon, der Götze. Ja? Und der Pfau ist das Symbol für Luzifer. Siehst du alles in der katholischen Kirche mit einem Mal. Und darum verstehst du jetzt auch dieses Bild. Der Papa hier, was macht er? Ja, der Heilige Vater, obwohl Jesus gesagt, niemand soll sich Vater nennen, schau mal, was er für ein Zeichen macht. Was ist das? Es ist der Satanistengruß. Und jedes Kind weiß es heute. Du kannst es in jeder Studie lesen, in Wikipedia, nimm wo du willst. Und nicht nur er. Schau mal, der Busch, bei jeder Gelegenheit macht er dieses Spiel. Er stellt sich hin, das kann er, oder? Sich erkennen geben, ich gehöre zu Luzifer, sagt er damit. Er gibt mir die Macht, verstehst du? Und das sind die Leute, die heute die Welt regieren. Versteht ihr das? Das sind die Leute, die Krieg führen. Das ist ein und derselbe Club, die gehören zusammen, es ist ein Tier. Aber noch hat der Papst ziemlich viel Macht. Und schau, was er gemacht hat. Und ich frage dich, hast du in den Medien darüber gelesen? Sagt dir der Begriff Jurisdiktion etwas? Hast du gewusst, dass im Jahr 2013 der Papst sämtliche Immunitäten von sämtlichen Richtern, Staatsanwälten, von Rechtsanwälten, von Regierungsbeamten aufgehoben hat? Du schüttelst dich mal gut durch, das ist der zweite Crashkurs heute, stimmt's? Wie kann er das? Was hat der Papst zu sagen? Er hat sehr viel zu sagen. Die römischen Rechte existieren immer noch. Der Großteil der Welt ist unter römischem Recht, unter römischem Gesetz erlassen. Jetzt hat er die Immunität von all diesen genannten Personen aufgehoben. Du sagst, ich habe nie was davon gehört, nie was davon gelesen. Ja, die Medien haben es nicht berichtet. Aber wenn irgendein Priester oder ein Kindsschänder irgendwas macht, also ein Kinderschänder, oder, liest die ganze Welt. Interessant, nicht? Für wen es nicht so harmlos geklungen hat, das war zum Beispiel Josef Ackermann, der hat genau auf diesen Tag gekündigt, der Chef der Deutschen Bank. Ja. Es haben Ben Bernanke gekündigt, genau auf diesen Tag, als er diese Immunität aufgelöst hat, der Papst. Oder? Es haben gekündigt Menschen aus dem Homeland Security, also Geheimdiensten. Es haben Menschen gekündigt, Gouverneure und alles mögliche, Leute sind verschwunden, sind abgehauen, ja, weil sie sich offenbar nicht mehr verbergen können. Und ich frage mich, erfüllt sich in unseren Tagen vor unseren Augen, Offenbarung 17, 16, die 10 Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, diese werden die Hure hassen, da kommt's, und werden sie verwüsten und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen. Schau, hier ist ein krasser Endkampf angesagt zwischen dieser luziferischen Kirche mit dem luziferischen Tier. Und genau diese Schlacht kannst du feststellen, der Streit der katholischen Kirche gegen das Freimaurertum und umgekehrt ist eine einzige Schlammschlacht. Sie sind beide von einer und derselben Sorte, weil es vom selben Unterbau kommt, wenn du so willst. Nur die Hure selber kann sich nicht vermählen, weil der Vatikan hat eigene Gesetze, ist ein eigener Staat. Er kann sich nicht verbinden mit dem Tier. Und darum wird er als Hure gehandelt. Er ist nicht einer dieser Tiere, obwohl als Kopf könntest du ihn noch akzeptieren dort. Mögt ihr noch? Gut, dann mache ich weiter. Okay, ihr ruft einfach genug, dann gehe ich. Sonst machen wir weiter. Was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir das Tier, den Drachen haben wir gesehen, Teufel und Satan, eben der Luzifer-Kult. Dann haben wir das Tier aus dem Meer gesehen. Jetzt kommen wir zum Tier aus der Erde. Was ist das? Offenbarung 13, 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Aus der Erde, pass auf, nicht aus dem Meer, aus der Erde. Es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Und es redet wie ein Drache, das sieht vielleicht so aus in unserer Fantasie, oder? Und der 12 und die ganze Macht des ersten Tieres, also das ist das Tier aus dem Meer mit den sieben Köpfen, die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt war. Also wir erinnern uns nochmal, das Tier, dessen Todeswunde geheilt war, ist das Multikomplex, das multinationale Staatengebilde, römische Reich, das auferstanden ist, anfangs
Renaissance 15. 16. Jahrhundert ist es hochgekommen, hat sich bis heute entwickelt aus der Subkultur, aus dem Untergrund. Als Untergrundbewegung ist es ins Licht gekommen und wächst sich hier brutal aus. Jetzt kommt das Tier aus der Erde und schaut, dass alles da reinkommt. Es ist von derselben Substanz, von derselben satanischen Trinität. Es wird gesagt, und das ist der Beweis aus Offenbarung 13,2, und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Was ist nun dieses Tier aus der Erde? Jetzt müssen wir wissen, es gibt in der ganzen Bibel eine Dualität, die zieht sich durch die ganze Bibel durch. Und das ist genau diese Dualität: Wasser, ein Sinnbild für Nationen, die nicht jetzt einfach Nationen, und Erde in Hebräisch Eretz, in Griechisch Ge, bedeutet Israel. Also Erde, wenn du Eretz liest, Erde ist immer wieder, da könnte ich dir jetzt 100 Stellen bringen, im Alten Testament ein Synonym für Israel. Das heißt, das eine Tier kommt aus den Nationen hervor, das eine Staatgebilde, und das andere kommt aus dem Judentum hervor. Das ist die konkrete Auslegung. Und es hat zwei Hörner, wie ein Lamm, es sind zwei Stoßrichtungen, es sieht aber, sieht aus, wie ein, oder redet wie ein Drache, hat aber Hörner, es kommt Lamm fromm daher, ist aber ein Drache. Jetzt höre ich schon wieder schreien, oh, Achtung, Antisemitismus, ja. Aber wir reden heute gegen Rassismus. Ich sage es hier wieder, wir lieben die Juden von Herzen, wir lieben die Menschen. Wir haben so viele feine Leute kennengelernt. Ja? Schau, ich erkläre dir kurz was. Wenn ein Tier aus dem Meer kommt, aus den Nationen, sind das nicht die Nationen, dann kommt es aus den Nationen. Wenn etwas aus dem Judentum kommt, Jesus kam aus dem Judentum, Judas kam aus dem Judentum. Das Judentum wurde nicht besser durch Jesus und es wurde nicht schlechter durch Judas. Sind wir einverstanden? Die OCG kommt aus der Schweiz. Die OCG ist deshalb nicht die Schweiz, oder? Sie kommt aus der Schweiz, eine religiöse Bewegung aus der Schweiz, aber sie ist nicht die Schweiz selber. Also lassen wir dieses ewige kindische Durcheinander, das angestiftet wird, damit wir immer gleich in Rassismus denken. Nein, es kommt einfach von da, ich sag mal von der guten Erde Israel, kommt ein übles Tier hervor aus dem Judentum. So wie Judas hervorgekommen ist, der aber nicht das Judentum als solches deswegen repräsentiert, so wenig wie Jesus mit seinen guten Werken. Ja. Aber das müssen wir einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und du musst wissen, Jesus hatte beständig Kampf. Die Christenheit von Anfang an hat sie zwei Feinde. Auf der einen Seite das Heidentum, das Römische Reich, eben in dieser Ausgestaltung, wie es damals war, das schon die Babylon, Griechenland, Ägypten und so weiter verschluckt hat. Das war die heidnische Wissenschaft mit ihrem ganzen Verstandesdenken, mit ihrer Menschenverherrlichung, mit ihrem Humanismus, war der eine Feind des Christentums. Aber der andere ewige Feind war das Judentum, mit den ständigen Versuchen, das Christentum zu rejudarisieren. Das war der ständige Feind, das war der ständige Feind von Jesus. Er hat sich beständig mit den Priestern, die abgefallen waren, die dem Kabbalismus, dem Okkult, Luziferismus, insgeheim anhingen, hat er ständig Crash gehabt. Er hat immer gesagt, ihr haltet an euren Überlieferungen fest und tauscht dagegen das Wort Gottes ein. Was heißt Überlieferung? Hebräisch, Kabbalah. Ja? Also sie hatten die okkulte Kabbalah, sie waren eine Kultsekte und Jesus hat sie so bezeichnet. Er hat sie als Offenbarung 2,9, da redet er als Auferstandener zu der Gemeinde, sagt, ich kenne deine Bedrängnis und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, aber es nicht sind. Ja, was sind sie denn, Herr? Sondern eine Synagoge des Satans. So bezeichnet er sie als Auferstandener. Dasselbe Offenbarung 3,9. Ich sehe, ich gebe dir Mitglieder aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen, aber es nicht sind, sondern sie täuschen. Siehe, ich will sie dahin bringen, dass sie sich vor ihr niederwerfen, vor deinen Füßen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Schauen, Johannes 8, 9 und fortfolgende. Jesus kämpft ständig mit dieser Synagoge Satans. Wir lesen dort, und diese Scheinjuden, die sich als Juden tarnen, sie sagen, Abraham ist unser Vater. Jesus sagt, wenn Abraham euer Vater wäre, würdet ihr die Werke Abrahams tun. Aber ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sagen zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren, wir haben einen Vater, das ist Gott. Jesus sagt zu ihnen, warum versteht ihr denn meine Sprache nicht? Warum? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Siehst du es? Jesus sagt, ihr seid in der luziferischen Okkultreligion, der Kabbalah. Das ist eure Kabbalah, ist eure Bibel, ja? Nicht unsere. Ja? Ihr seid vom Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun.
Dieser war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil nicht irgendeine Wahrheit in ihm ist. Seht ihr das? Jesus hat das erkannt. Das war sein Kampf, das war sein Tod, den er aber freiwillig eingegangen ist. Darüber reden wir heute aber nicht. Rom, die Macht Roms, zusammen mit der Okkultreligion, das war eine Einheit. Es war die Okkultreligion Roms, war der Sternenkult, war der ganze, eben diese, was wir schon jetzt alles erklärt haben. Ich wiederhole das nicht immer wieder. Also das Talmudisten und Kabbalisten, Judentum sind die Hauptfeinde der Christen. Es geht in unseren Tagen also nicht um eine antisemitische Problematik, um Verschwörung, antisemitische Problematik, es geht um eine antichristliche Problematik. Das auferstandene Tier ist gegen jedes christliche Recht, gegen jedes menschliche Recht. Darum der Genderismus, das ist Baphomet, das ist der Gender. Versteht ihr, der ist männlich und weiblich, der hat solche Brüste, der hat aber einen Pipi da unten, oder? Und er hat Flügel, er ist ein Tier, er ist, ein Bock halt, oder? Es ist das Umgekehrte, was du mit deiner Kundalini-Energie versuchst zu heiligen, hochzukriegen, macht er genau umgekehrt. Er verspricht Macht, wenn du sexuell pervers bist, wenn du es mit dem Tier treibst, wenn du blutige Orgien treibst. Das ist dort an der Spitze. Der Sadomasochismus, was mit Chats of Grey und all diese Dinge jetzt hochkommt. Kennt ihr diese Dinge? Ja, das ist das Tier, das hochsteigt mit all diesen Symptomen von all diesen Kulturen von früher, mit dem ganzen antiken Geist von damals, siehst du? Und der Talmudismus, ein Todfeind der Christen. Sie drangsalieren Christen und Jesus, was sie können. Im Talmud kannst du sehen, Jesus, heißt es dort, ist einzig wegen seiner eigenen Sünde gestorben. Sein Leichnam wurde gestohlen. Liest du schon in der Bibel, dass sie sich das ausgedacht haben, nach der Auferstehung. Ja? Sie sagen, er ist ein Hurensohn, weil die Maria war eine Hure und so weiter. Das steht alles im christusfeindlichen, antichristlichen Talmud, im Kabbalismus, oder? In jüdischen Filmen siehst du Jesus, wie er im Kot bettelt, durch die Straßen geht. Solche Dinge drehen sie. Verbreiten Hass gegen die Muslime. Ich könnte Stunden aufzählen, was sich aber um der Zeit willen und überhaupt nicht lohnt. Also das sind die Hauptfeinde des Christentums. Heidentum mit seiner Okkultwissenschaft, Alchemie, Synkretismus, mit der, all diesen Dingen, mit den olympischen Geistern und so weiter. Und auf der anderen Seite die Juden mit ihrer Rejudarisierung. Und wenn du denkst, ich bin der Einzige, der das erkannt hat, oder das sind nur wenige, dann irrst du dich. Die Kirche weiß das. Du kannst im evangelischen Kirchenlexikon unter dem Stichwort Kirche und Judentum Folgendes lesen. Ich zitiere. In der Aufklärung kann man den Sieg der Synagoge über die Kirche sehen. Da reden wir jetzt Renaissance 15. bis 16. Jahrhundert. Wenn man bedenkt, dass die Kritik an den spezifisch christlichen Dogmen, die jetzt ihren Einzug in die Kirche hielt, in einer Arbeit, jetzt hör, von über 1500 Jahren durch jüdische Gelehrte schon vorweggenommen war. Also das Kirchenlexikon lehrt, dass 1500 Jahre Unterwanderung stattgefunden hat durch das Judentum. Aber ich sage jetzt falsch, es ist nicht das Judentum. Jetzt möchten wir eine Schulung machen, dass wir gegen Rassismus gewappnet sind. All diese Dinge schüren den Rassismus, wenn hier steht das Judentum. Nein, es ist nicht das Judentum, es ist das kabbalistische, luziferische, diese Sekte, die sich unten verbirgt, die das Judentum als ihr Deckmantel nimmt, als ihre Geisel, verstehst du, damit sie sich decken kann. Und ich will das hier mit allem Weiteren wirklich verankern. Es geht um ein Antichristentum, nicht um einen Antisemitismus im Hauptproblem. Ja? Also ich bin nicht Antisemit, wenn ich diese Dinge sage. Ich bin nur gegen satanistische Sektierer, die sich fromm tarnen, die Hörner haben wie ein Lamm, aber eigentlich ein Drache sich darunter verbirgt. Ja? Also wir hören es jetzt aus dem Mund von dem sogenannten Judentum. Ich erhebe Einspruch, ich sage dem Schein-Judentum, ja, das falsche Judentum, von dem Jesus sagt, sie täuschen, sie geben vor, Juden zu sein, damit sie eine Deckung haben. Es ist aber eine sektierische, luziferische Geheimloge, die dahinter steckt. Ja. Also wir schauen uns ein paar Aussagen von jüdischen Stimmen jetzt an, die sogenannten jüdischen Selbstzeugnisse. Ein Dr. Isaac Weiss, er schreibt 1955, jetzt nehme ich mal richtig alte Zitate, die dir zeigen, das ist ein alter Zopf eigentlich. Ja. Schau, was dieser Jude sagt. Das Freimaurertum ist ein jüdischer Bund, dessen Geschichte und Aufgaben von Anfang bis zum Ende jüdisch sind. Und was ich sage, Einspruch hier, warum macht der Mann das?
Er weiß ganz genau, dass es nicht von Anfang an jüdisch ist, das ist sektierisch, das ist kabbalistisch, nicht jüdisch. Das muss man unterscheiden. So wie man nicht sagen kann, es ist schweizerisch, wenn die OCG einen Mist ablässt, oder? Hm? Wenn sie Scheiße sagt, zum Beispiel, ist es nicht schweizerisch, dann war das die OCG, dann sind nicht die Schweizer, versteht ihr das? Muss man endlich einmal auseinanderhalten, ja? Also üben wir uns jetzt, wenn wir diese Spur, diesen roten Faden sehen, wie da sich einer eine Geisel nimmt, das ganze Judentum als Deckmantel nimmt, um sich zu schützen, um seine satanischen Praktiken unangreifbar zu machen, schreien wir jetzt immer Einspruch, wenn wir spüren, da kommt's wieder. Das ist von der Pike an eingefädelt von den Kabbalisten selber, von den Luziferischen. Versteht ihr das? Also schützen wir das Judentum, das ist unsere Liebe, unser Antirassismus. Wir reden gegen Rassismus, gegen, aber auch gegen Verschwörung. Ja. Wir schützen die Juden. Ich sag dir, das ist so clever eingefädelt, dass wenn immer du von irgendeiner Seite angehst, bist du sofort Antisemit, hast du die ADL am Hals und alles mögliche. Das ist der Pneprisorden, die obere Stufe der Freimaurerloge, wenn du so willst. Ja. Also, das ist nicht das Judentum, die schützen wir jetzt, die holen wir aus ihrer Geiselhaft hervor und versuchen nicht zuzulassen, dass einmal mehr eine Judenverfolgung stattfindet, weil sich immer dieselbe Sekte hinter ihnen versteckt hat und alles aufgerieben hat und nachher waren es die Juden. Nein, ich sage es noch einmal, wir haben so viele wunderbarste Menschen kennengelernt, die sind so ahnungslos wie du, so liebenswert wie du, ja? Aber sie werden identifiziert mit dieser Sekte. Ja? Also das Tier aus der Erde, es wird auch falscher Prophet genannt in Offenbarung 19, Vers 20. Und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Oder Vers 11, und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen, zwei Hörner, gleich einem Lamm, redete wie ein Drache. Ich möchte klar machen, wenn vorher gesagt wurde, dass das Freimaurertum eine rein jüdische Schöpfung ist, eben dann möchte ich dir nochmals auch einen 33-Grad-Freimaurer nennen, das ist der Manly Palmer Hall, der sagt mit Wort wörtlich, was das Freimaurertum für eine Sekte ist. Er sagt, und da geht es jetzt um die Hochgrad-Freimaurer, die unten sind okay, die wissen davon noch nichts, das kriegst du alles erst oben mit. Die wissen so wenig wie die Katholiken unten, die wissen so wenig wie wir Protestanten oder Freikirchen wussten, was da oben für Schweinereien getrieben werden. Aber hört den 33-Grad-Freimaurer, der weiß, wovon er spricht. Sein Zitat: Wenn ein Freimaurer das Geheimnis, da hast du es wieder, Babylon, ein Geheimnis, wenn ein Freimaurer das Geheimnis seines Handwerkes gelernt hat, sind die brodelnden Energien Luzifers in seinen Händen. Da hast du es, wortwörtlich. Und die ganz offizielle italienische Freimaurerzeitschrift, ich sage den Namen nicht so lang, sie sagt auf Seite 27, die Freimaurerei betrachtet Satan den Großen als ihren wirklichen Chef. Das sagt eine Freimaurerzeitung. Also nur, dass mir niemand nachsagt, ich würde hier irgendwelche Leute verketzen, ich würde irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzen. Das sind Zitate, die kannst du überall im Internet finden. Das kommt aus ihrem eigenen Mund. Gut, es sieht aus wie ein Lamm. Wir schauen jetzt gerne auf Spurensuche. Wo sind hier Identifikationen? Man könnte sagen, es finanziert theologische Schulen, das wäre so lammmäßig, oder? Lamm ist ein Symbol für christlich, oder? Das Lamm Gottes, siehe das Lamm Gottes, aber es ist ein Kampf gegen das Lamm Gottes. So sagt es die ganze Offenbarung. Der ganze Kampf richtet sich gegen das Christentum, gegen den wahren Christusorganismus. Ja? Also, da kommt der Judenstämmige aus dem Kabbalismus, wohlverstanden, aus der Tradition der Kabbalisten und Talmudisten kommt der dort entstiegen, der Rockefeller, der viel Bekannte, und bildet mit seinem Geld einen theologischen Fonds, einen Ausbildungsfonds für Theologen. Schau, und jetzt kommt Professor Fedi daher und schreibt über diesen Fonds: Die finanziellen Mittel dieses Fonds wurden so klug eingesetzt, dass sie zu einem radikalen Wandel der Theologie in der Ausbildung führten. Und damit redet er jetzt von der sogenannten modernen Theologie, von der gottlosen Theologie, die sich diese jüdischen Hochfreimaurerlogen klug erdacht haben. Also sprich, sie haben die ganze Theologie von uns Christen umgestürzt. Ja? Wir haben es gelesen dort beim Schwur der Jesuiten, ich werde mich jede erdenkliche ketzerische Gestalt annehmen,
um dir zu nützen. Das ist die Ideologie dahinter. Teile und herrsche. Ich gehe da rein, ich spiele den Christen, ich spendiere ein theologisches Seminar, aber nur, um sie von der Spur zu bringen, um sie in Irrlehren und Spaltungen zu verstricken. Da haben wir es. Es sieht aus wie ein Lamm. Was macht ein Lamm? Es wirkt völkerverbindend, es wirkt vereinigend, es wirkt human. Es wirkt alles verbrüdern. Das ist Lammesart, nicht wahr? Das ist genau das, was nach außen gezeigt wird. Was sagt der jüdische Rechtsanwalt Klee, 1926? Das sind alte Zitate. Er sagt, der Völkerbund ist keineswegs das Werk Wilsons, sondern eine jüdische Schöpfung, auf die wir... passt uns das nicht? Ist keine jüdische Schöpfung? Ihr seid wach, ich spüre das. Siehst du, hier, so wird es eingefädelt. Das sagt ein jüdischer Rechtsanwalt, sagt eine jüdische Schöpfung. Nein, du kannst nicht sagen, OCG ist eine Schweizer Schöpfung. Verstehst du? Es ist eine Schöpfung von Ivo Sasek oder von mir als von Jesus Christus, aber nicht eine Schweizer Schöpfung. Verstehst du? So musst du das mal erkennen. Das wird von der Pike an falsch eingefädelt und nachher schießt du gegen die Juden, wenn du das rausfindest. Nein, ich sage Einspruch, wie du jetzt, Einspruch. Es ist nicht eine jüdische Schöpfung, es ist eine kabbalistische Schöpfung. Es hat mit Judentum, mit dem Richtigen nichts zu tun. Es täuscht vor, jüdisch zu sein, aber es ist eine Synagoge Satans, sagte Jesus. Ja. Jewish Garden, 1922, sagt, das Freimaurertum ist untrennbar mit der Geschichte des Volkes verbunden, dem dieser Tempel gehört. Das Freimaurertum ist von Israel geboren. Aus Israel, wenn schon, oder? Ja, eben das Tier aus der Erde, ja. Es ist nicht die Erde, es ist nicht Israel, es ist aus der Erde. Und das muss man unterscheiden. Also ein Zwischenfazit, es geht also nicht ums territoriale Israel, es geht auch nicht um deren Politik in erster Linie, sondern in allererster Linie um die Ideologie, um das, was sie prägen, um die, ja, den Kult, der dahinter steht, der aber durchaus nicht religiös ist, was sie selber zugeben. Es gibt genug Zitate, die dir zeigen, dass diese Leute, die das treiben, durchaus nicht diese religiösen Menschen sind, wie sie manchmal angeschaut werden. Also es geht dabei, bei dem Tempelbau, auch der Tempel oder der Freimaurer, geht es durchaus nicht um eine klassische Religion, sondern um die Auflösung jeder Religion. Das müsst ihr einfach mal wissen. Das erklärte Ziel der jüdischen und nicht-jüdischen Freimaurerloge ist Auflösung jeder Religion. Und darum kommen jetzt Gesetze, weil eben der judikative Kopf spricht, schafft Gesetze, antichristliche Gesetze, dass du bitteschön nicht mehr sagst, meine Religion, der bin ich verpflichtet. Jeder hat seine Religion niederzulegen und das Ganze wird aufgelöst mit Gesetzen, eben mit Frühsexualisierung, mit Genderismus. Es wird alles im nihilistischen Stil, wie es die Weise der Kabbalisten ist, Nihilismus, teile und herrsche. So werden die ganzen Völker aufgelöst mit dem Ziel, alles so zu versauen, dass man es am Schluss mit eiserner Rute wieder aufbauen kann. Ordnung aus dem Chaos. Weißt du, ich bin nicht gegen Ordnung aus dem Chaos, das machen wir die ganze Zeit selber, aber ich bin dagegen, dass man das Chaos selber schürt, um Ordnung herstellen zu können, siehst du. Und das machen sie eben. Ja. Schauen wir noch den anderen Punkt an. Wir haben gesehen, es hat Hörner wie ein Lamm, aber es redet wie ein Drache. Netanyahu zum Beispiel, Chef einer Atommacht in Israel, er sagt, wenn man uns angreift, werden wir die ganze Welt in den Abgrund reißen mit uns. Das ist jetzt einer von denen, verstehst du? Der gehört jetzt da dazu, in diesen Bund. Das ist ein klassischer von dieser Sorte. Ja? Und jetzt sagt der jüdische Bankier Otto Kahn, 1919 in Budapest, ein Zitat, jetzt musst du mir gut zuhören, jetzt kommen wir zur Deutung der Hörner, das sind Stoßrichtungen, ja, haben wir gelernt, das sind Stoßrichtungen, ja. Was sagt dieser Otto Kahn, der Banker? Ihr sagt, dass der Marxismus der bitterste Feind des Kapitalismus sei. Stimmt das? Hat er recht? Hat er recht, oder? Müsst ihr mich nicht gleich bei allem misstrauen, wenn ich sage. Ja, das stimmt schon. Ihr sagt, der Marxismus ist der bitterste Feind des Kapitalismus, welcher uns heilig ist, ja, also dem Judentum, den Kabbalisten, ja. Aber sie sind nur gegenüberliegende Pole, die es uns erlauben, die Polachse zu sein. Beide Pole haben indessen dasselbe Ziel, die Erneuerung der Welt von oben her über die Kontrolle des Reichtums, von unten her durch die Revolution. Siehst du, Kapitalismus, das sich steuert über den ganzen Zins- und Zinsen-Trick, und die Revolution. Er sagt, beides ist vom selben Stamm, wir bilden die Polachse. Ja,
Schau, und das sind die zwei Hörner des Tieres, der Erde, das aus der Erde hochsteigt. Seine zwei Stoßkräfte, Richtungen sind zum einen der Kapitalismus, zum anderen der Kommunismus. Beides aus derselben Schmiede. Verstehst du das? Benjamin Disraeli, der einzige britische Außenminister, hat im Jahr 1852 Folgendes geschrieben. Das auserwählte Volk geht Hand in Hand mit dem Abschaum Europas, und damit meint er den Kommunismus, und alles nur, weil sie diese Christenheit vernichten wollen. Schau, das sagt ein Premierminister, ja, von England. Siehst du, es ist antichristlich, nicht antisemitisch, ja? Antichristlich ist das ausgerichtet. Das ist das Problem unserer Tage, nicht das Antisemitentum, das kommt daraus, ja, weil sie das schüren und dann sagen die Juden, oder? Ihr greift uns Juden an und ziehen dann alle mit rein als ihren Schutzschild. Nein, es ist antichristlich, nicht antisemitisch. Ja? Wir lieben die Juden, wir retten sie, wo wir können, helfen ihnen auf die Beine. Aber Kommunismus und Kapitalismus sind nachweislich beides jüdischen Ursprungs. Einspruch, hey, das sind erst 10 wach. Jetzt müsst ihr bei der Schulung mitkommen, versteht ihr? Jetzt geht es darum, eure Sinne zu schärfen. Ich habe gesagt, ihr müsst jetzt dann in einer halben Stunde bin ich durch oder in einer Viertelstunde, müsst ihr den roten Faden sehen, so oft ihr Fernsehen schaut oder nicht schaut, besser Radio hört oder Zeitung lest. Ihr müsst sehen, was wo zusammengehört. Das bildet eine Synergie, eine satanische Trinität. Also wir hören auf mit diesem Ding, ja, und rufen Einspruch, wenn das hier falsch kommt, damit wir sensibilisiert sind darauf und nicht dem Rassismus verfallen, weil es nicht um Rassismus geht, es geht um die Bekämpfung einer luziferischen Sekte, die wir noch in ein paar Zügen noch weiter darlegen möchten. Also, Rappaport, ein Zionist, schreibt 1918, die russischen Juden in ihrer Gesamtheit waren verantwortlich für die Revolution. Jetzt beginnt es zu fruchten, seht ihr, so geht das. Das machst du jetzt nicht über Telefonkonferenzen oder was. Du sagst, hey, musst hier aufpassen. Das muss so kommen. In dem Moment, wo du den Irrtum hörst, musst du es unterscheiden. Wer sagt das? Das sagt jetzt eben ein Zionist. Das sagt einer, der aus diesem Kabbalah-Kult kommt. Er zieht die ganze Judenheit mit rein, sagt, die Juden in ihrer Gesamtheit, sagt er, sind verantwortlich für die Revolution. Es war nicht ein Heide, der das gesagt hat, es war ein Scheinjude. Einer, der sagt, ich bin Jude, aber er täuscht, damit wir in Antisemitismus verfallen, Rassismus, und dann kann er uns zu Recht angreifen, dann hat er auch die Macht über uns, weil wir Unrecht tun. Und das Unrecht tun ist die einzige Möglichkeit zu verlieren gegen dieses Tier. Aber die Möglichkeit, es zu besiegen, liegt in der Gerechtigkeit, liegt in der Liebe, in der Wahrheit. Ja? Im Wort. Ein Rabbi spricht, Rabbi Stefan Weiss, Zionistenführer, er schreibt in einem amerikanischen Bulletin 1934, einige nennen es Marxismus, ich nenne es Judaismus. Genau, es ist Kabbalismus, das muss man unterscheiden, es hat nichts mit Judaismus zu tun, wenn diese Menschen sowas machen, versteht ihr das? Gut, ihr habt das erkannt hier. Der Jude Blumenthal schrieb im schwedischen Blatt 1929 schon, erst kürzlich hat unsere Rasse der Welt einen neuen Propheten geschenkt. Seht ihr, so geht das. Unsere Rasse ist nicht unsere Rasse. Es ist nie unsere Rasse. Wenn einer was Blödes tut, wenn ein OCG was Dummes tut, heißt es nicht, die OCG hat. Nein, dann war es dieser Mann oder diese Frau. Oder? Gut. Also, erst kürzlich hat, aber jetzt hören wir, was diese Rasse hervorgebracht hat nach seiner Meinung. Erst kürzlich hat unsere Rasse der Welt einen neuen Propheten geschenkt. Aber dieser hat zwei Gesichter und trägt zwei Namen. Auf der einen Seite lautet sein Name, man höre und staune, Rothschild, auf der anderen Karl Marx. Das sagt er jetzt wortwörtlich. Ja. Und den Einspruch haben wir gehört, das war nicht die Rasse, das war der Kabbalismus, die Synagoge Satans. Du musst wissen, der Marx war nicht nur ein Säufer, er war auch Freimaurer und Okkultist. Er war in diesen Dingen eingeweiht, ja. Wir kommen gleich nochmals dann auf ihn zu sprechen. Ja. Also ich möchte sagen, zusammenfassend, die zwei Hörner sind die zwei Stoßrichtungen des Tieres aus der Erde. Zum einen der Kapitalismus, man könnte sagen der Rothschild-Kapitalismus, dann der Kommunismus aus Karl Marx. Karl Marx selber war Jude,
aber eben auch einer aus dem kabbalistischen Stammbaum. Wenn du seinen Stammbaum studieren willst im Internet, ist alles voll mit diesen Stammbäumen. Soweit das Auge reicht, viele haben es zwar jetzt ein bisschen retuschiert, aber es gibt noch die richtigen Rabbinerstammräume, Stammbäume, soweit das Auge reicht, über Generationen hinweg, und zwar aus den Kabbalisten, aus dem christusfeindlichen, antijüdischen Kabbalismus, aus dem Talmudismus hervorgekommen. Und dann der richtige Name von ihm war nicht Karl Marx, sondern Moses Mordechai Marx Levi. Jetzt kannst du überlesen, das stimmt nicht, das war nicht, der ist konvertiert zum Christentum. Na, den Trick kennen wir jetzt von Jesuiten, oder? Aber du musst wissen, die Stammestradition ist, dass der Sohn gleich heißt wie der Vater. Ja? Und so hieß nun einmal sein Vater, das war sein ursprünglicher Name. Um das zu vertuschen, hat er sich versucht, unangreifbar zu machen. Eben, das ist dann der Drache mit den Lammhörnern, hat er sich bekehrt so quasi, ist konvertiert ins Christentum. Aber seine Werke haben gezeigt, dass es nicht ein Lamm war, sondern ein Drache darunter. Jetzt sagt der Pariser Jude René Gross im Mai 1927 in einem Merkur-Blatt: Die beiden Internationalen, Hochfinanz und Revolution, arbeiten mit Feuereifer. Sie sind die beiden Stoßkeile der jüdischen Internationale. Richtig, es ist nicht von der jüdischen Internationale, nein, Einspruch, es sind international wirkende Scheinjuden. Ja? Das ist genau richtig erkannt. Also hier sagen sie selber, das sind unsere Stoßkeile, das sind die zwei Hörner, Kapitalismus, Kommunismus. Und genau so erleben wir es in der Welt, das sind die zwei Tiere, die das Ganze, oder die zwei Hörner, die Stoßrichtung, mit diesen zwei Mächten stoßen sie alles in dieses Weltreich hinein, in dieses Tier mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern. Seht ihr es jetzt? Und geritten wird es noch im Moment, auch mit von dem Hurenweib, aber das Tier ist am Bocken, ist am Ausschlagen. Und wir sind mal gespannt, wie es da weitergeht. Ja? Aber das Kommunismus, Kapitalismus, das ist das Teile- und Herrsche-Prinzip. These und Antithese, und daraus gibt es eine Synthese. Man vernichtet alles, stürzt es ins Chaos, und das war's, dann kann man es neu aufbauen. Jetzt geben Sie selber zu, Rothschild ist eigentlich Ihr Prophet, sagen Sie. Also jemand hat kürzlich gesagt, dass wir eigentlich nicht in der Epoche von einer Pax Romana, Pax Americana leben oder Israel oder Palästina, auch nicht im Zeitalter der Information oder Modernisierung, noch nicht mal im Kommunismus oder Kapitalismus. Jemand hat das zusammengefasst als Zeitalter der Rothschilds, hat er gesagt. Ja. Seit 250 Jahren kannst du das nachweisen, und wenn ich jetzt Rothschild sage, dann ist das die Ursuppe des Freimaurertums, eben von dem, was wir jetzt alles gehört haben. Und jetzt frage ich dich einfach, hast du das gewusst? In welcher Zeitung steht das? Wo wird dir das gelehrt? Und das ist Historie, das kannst du alles belegen, schwarz auf weiß. Hast du gewusst, dass die EU, der Euro und der IWF Rothschild-Produkte sind? Hast du gewusst, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich von Rothschild gegründet wurde? Hast du gewusst, dass die NATO eine Gründung der Rothschilds ist? Es gibt ziemlich viele Antworten jetzt. Siehst du, und wenn ich sage Rothschilds, meine ich nicht die Juden. Dann meine ich diese Kräfte, die wir jetzt die ganze Zeit behandelt haben. Das kannst du alles beweisen, alles nachweisen. Und du musst wissen, sämtliche dieser Rothschild-Gründungen sind keine behördlichen Institutionen, sind keine herangewachsenen, staatlichen, historisch gewachsenen Begebenheiten. Das sind alles private Institutionen. Verstehst du? Das hat nichts mit den Ländern zu tun. So wie die City of London nichts mit England zu tun hat. Das sind eigene Staatsgebilde, die miteinander verquickt sind, oder? Der Vatikan ist ein eigenes Staatsgebilde. Washington DC ist ein eigenes Staatsgebilde. Das hat nichts mit Amerika zu tun, weißt du? Aber sie selber bezeichnen sich als Weltloge. UNO zum Beispiel, eine Rothschild-Gründung auf Produkt der Söhne Rothschilds, ein Nachfolger. Ja? Sie bezeichnen selber die UNO als ihre Weltloge, so wie die Amis in dem Pentagon. Du siehst ja schon an der Bauweise, das sind die typisch freimaurischen Symbole, die den Meistergrad oder was auch immer dort, ich habe es jetzt gar nicht mehr im Kopf, es ist jedenfalls mit dem Davidstern zusammen, das sind diese verschiedenen Grade, sie bezeichnen sich selber als Weltloge. Siehst du, und 1913 ist es dieser Rothschild-Epoche gelungen, die Bürgschaft anstelle der Golddeckung in die Bürgschaft von Menschen zu übernehmen. Darum heißt du seit dort Bürger, oder? Du bist der Bürger, du bürgst für etwas, du bürgst für ihre kapitalistischen Geschäfte, ja.
das, was du jetzt gerade erlebst, die Staatsverschuldung und so weiter, so bekommen sie das alles in den Griff. Ja. Schon 1955 findest du in der Bilderberg-Gruppe, die auch eine Rothschild-Gründung ist, findest du Protokolle, wo die Idee vom Euro und EU zu finden sind. Alles schriftlich belegt, kann man nicht mehr widersprechen, nicht mehr rückgängig machen. 1957, die Gründung der EG oder EU, wenn du so willst, in Rom, auf Geheiß von Rothschild ist das geschehen. Ja. Die Federal Reserve, ein Produkt von Rothschild. 1917 verlangte Rothschild von Arthur Balfour, dem britischen Außenminister, die Rückgabe von Palästina. Wir haben ganze Berichte darüber gemacht, wie kann er sowas fordern? Lord Balfour, das ist dann die Balfour-Erklärung, gibt das Versprechen, sie bekommen Palästina, also diese Rothschilds jetzt, ist eine Israel, in der jetzigen Form ist eine Freimaurer-Stiftung, versteht, ist eine ein Freimaurer-Produkt. Einfach so nebenbei, er sagt, ihr bekommt Palästina, wenn ihr die Amis finanziert, dass sie in den Krieg eintreten können. Genauso war es, sie haben sie finanziert, sie sind in den Krieg eingetreten, so wie die Mutter von diesen Leuten gesagt hat, oder auch Rockefellers, wenn meine Söhne nicht wollen, gibt es keinen Krieg. Ja. IWF wurden dann Geburtsurkunden hinterlegt auf die Anregungen dieser Rothschilds, dass 1,5 Milliarden Menschen schon Beginn des 20. Jahrhunderts gebürgt haben für ihre Spekulation, für alles, was sie da tun. Seht ihr, und so könnte man Stunden fortsetzen. Aber ich sage noch ein paar Gründungen. Der Roundtable Club, das ist die Mutterorganisation der Bilderberger, geht auf eine Gründung von Rothschild zurück. Ebenso ein Teil der Freimaurer, Illuminatenorden 1770 in Bayern. Das wären alles verschiedene Dinge, die man noch ein bisschen auseinandernehmen müsste. Alles Produkte von dieser Seite her. Und darum gibt es in der Politik nicht tatsächlich links oder rechts, oder schwarz, grün, blau, rot, nimm alle Farben, die du willst. Die Tatsache ist, übergeordnet gibt es seit 250 Jahren im Prinzip nur die eine Partei, und das ist diese Partei, von der wir jetzt die ganze Zeit reden. Das ist das Tier, verstehst du? Das hat das Ganze im Griff, scheint vielfältig zu sein, alles Mögliche, tausend Möglichkeiten, aber in Tat und Wahrheit sind heute etwa 150 Konzerne Welt kontrollieren, den ganzen Weltmarkt, alles, die, es ist in 150 Konzernen zusammengefasst. Mögt ihr noch ein bisschen? Ich verspreche nicht mehr allzu lange zu machen, aber ich bin jetzt in der Landung eigentlich, ich habe nur noch ein bisschen, dann sind wir durch. Also nochmal anschnallen, die Landung. Hä? Wir schauen uns noch ganz kurz die Macht des Tieres aus der Erde an. Es heißt, es macht, ich lese mal kurz, Offenbarung 13, 12. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten oder im Huldigen dessen Todeswunde geheilt wurde. Es heißt, es macht dem Tier aus dem Meer ein Bild, ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das ist wie, du prägst etwas ein, du prägst deine Idee ein. Du bringst dieses Tier aus der Erde und wenn wir jetzt an Theodor Herzl denken, der Gründer des Staates Israel ist, dann reden wir, wenn wir von Israel reden, auch wieder nicht vom Judentum. Versteht ihr das? Da wohnen viele Juden, aber Israel als Konstrukt ist ein freimaurisches Konstrukt hervorgegangen, eben über Theodor Herzl. Die machen ihre Geschichte am Volk vorbei und das Volk ist ihr Nährboden, ist ihr Schutzschild. Ich sage es immer wieder, das Volk kann dafür nichts, das hat nichts mit dem Judentum zu tun. Ja. Aber dieser Staat, er wird auch falscher Prophet genannt, haben wir gelesen, der ganze Staatskomplex, so wie er sich gebärt, wie er von diesen Herren gesteuert wird, wirkt auf die ganze Welt falsch prophetisch ein, weil es eine Ideologie vermittelt oder eine Sichtweise, die uns alle in die Weltherrschaft des Tieres mit den 7 Köpfen und 10 Hörnern manipuliert. Wie sieht das aus? Das Tier, das ein Bild macht. Wir haben immer vom Fernseher geredet, das ist korrekt, aber das ist nur das Medium, versteht ihr? Fernseher ist in sich neutral, aber was geschieht über das Fernseher? Seit Jahrzehnten siehst du zum Beispiel den Israel-Palästina-Konflikt, stimmt das? Das war schon zur Zeit des Zweiten Weltkrieges so, ewig war das so. Täglich wird dir dieses Bild, diese Ideologie eingeprägt und was lehrt es dich? Wie bildet es dich? Es sagt dir immer täglich neu, wie sinnlos das Nationalstolz ist. Das ist nämlich der scheibenweise der Trick dahinter, dass du einen Hass gegen Nationalismus bekommst. Ja? Palästina, Israel, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Oder dann die Verbildlichung des Religionskonfliktes. Jude gegen Moslem und hin und her.
bist dir verleiden und du sagst, ich will die Religion nicht mehr. Wir müssen weg mit der Religion, wir müssen weg mit der Nationalität. Siehst du es? Das ist der Internationalismus. Es treibt mit seinem Bild der ganze Staat, mit der ganze Israel, Wahn, der ständig getrieben wird, er treibt die ganzen Völker weg von der eigenen Nationalität, weg von der eigenen Religion, weg von jedem Nationalstolz, weil man sagt, da seht ihr, wo es hinführt. Das ständige gegen den Nationalismus schreien, das ständige Geschrei gegen die Nazis geht nur darum, es macht ein Bild, es prägt dein Denken, heißt das, seinen Willen prägt es dir ein, dass du wegkommen willst vom Nationalismus, dass du offen wirst für eine Einweltherrschaft. Siehst du, das Tier der Erde, von oben gesteuert, von unten gesteuert, besser gesagt, es treibt in die Weltherrschaft die ganze Nation. Abschaffung nationaler Staaten, Abschaffung von Nationalbewusstsein, Abschaffung von nationalen Gesetzen. Der ganze Terrorismus schreit jetzt nach einem Weltgerichtshof, nach einer Weltregierung. Ja. Also der falsche Prophet bringt alle dahin, seine Vorstellung, sein Bild, dem zu huldigen. Ja. Also es geht um seine Ideologie, um seine Vorstellung, um nichts anderes. Es bringt auch die Notwendigkeit der Abrüstung. Wenn Netanyahu sagt, wir sprengen die ganze Welt mit uns in die Luft, schreit das nach Abrüstung. Stimmt das? Aber die Abrüstung der Völker ist die gleichzeitige Aufrüstung der eine Weltarmee, weil sie sagen, wir brauchen eine Kontrolle über der ganzen Welt, wir müssen aufhören, dass alle Bomben haben. Wir haben sie und wir machen das Gute mit euch. Und darum müssen diese Worte hin, darum redet er wie ein Drache, ich reiße euch alle mit in den Abgrund, oder? Damit wir sagen, fertig mit Atombomben, wir rüsten alle ab und bilden damit die eine Weltarmee. Siehst du, ein Tier, auferstanden aus alten, antiken Nationen, einfach in der Vollgestalt. Gut, und noch die letzten Dinge, das ganze Toleranzgeschwafel, das sind die Logen, die uns das beibringen, der Humanismus. Der ewige Streit um den Antisemitismus, daraus resultierend das Antidiskriminierungsgesetz, sprich das Redeverbot, sprich das Ende der Meinungsfreiheit, dass nur noch eine Meinung, eine Bildung über der ganzen Welt ist, das Tier aus dem Meer, wo das hingetrieben wird. Alles von da mit unterstützt und geschürt. Und letztlich, wenn du es unter dem Strich willst, das ist der Antichrist, von dem die Bibel die ganze Zeit geredet hat. Es ist eindeutig gegen jede göttliche Ordnung, gegen jedes göttliche Gebot, gegen jede heilige, schöpferische Gerechtigkeit oder Gesetzmäßigkeit. Das Ganze, dieses Konglomerat, dieses Quartett, der Drache oder das zuerst mal das Trio, oder hier die Trinität, die satanische, der Drache, der Teufel und der Satan, zusammen mit dem Tier aus dem Meer und dem Tier aus der Erde, bildet eine unselige satanische Trinität. Die Hure reitet das Ganze. Und unter dem Strich mit all den Köpfen und Kronen und Hörnern kannst du sagen, du meinst, es sind ganz viele verschiedene Dinge. Die Bibel hat geoffenbart, nee, da unten ist ein Körper. Der hat nur viele Köpfe, viele Hörner, aber das ist zusammen eins. Und darum möchte ich am Schluss noch sagen, diese Zahl 7 ist eine symbolische Zahl. Ich habe es jetzt mal auf 7 beschränkt. Eigentlich ist das nicht ganz korrekt, aber damit wir uns eine Vorstellung machen, welche Richtung das ist, habe ich das mal gemacht, dass man sich es besser merken kann. In Tat und Wahrheit meint das einfach 7 die allumfängliche Herrschaft, überall Köpfe, über jedem Gebiet als Weltherrschaft. Und die Hörner über jeder Zone. Ja? Das eine ist das Wesen, das andere ist das Gebiet. Siehst du, und das zusammen bildet den Antichristus, der aber nicht nur gegen uns Christen ist, sondern gegen jeden, der Gerechtigkeit übt, gegen jeden Aufklärer und schlussendlich gegen jeden Menschen, der nicht genauso denkt, das Zeichen auf der Stirn, der nicht genauso handelt, das Zeichen auf der Hand. Wollt ihr das? Gut, dann lasst uns was dagegen tun, bitteschön. Okay, das war jetzt ein Blitzbibelkurs. Es gäbe weit mehr zu sagen. Ich fasse es nur nochmal zusammen mit den Worten der Einführung. Bezwingen kannst du einen Geist, nicht mit einer Waffe, nicht mit Maschinengewehren, nicht mit Atombomben. Es wurde alles durchs Wort gebildet. Ich erinnere an das Vorwort. Nichts ist ohne
Wort gekommen. Sie haben die Menschen dahin geredet, dass sie diesen dienen, wenn sie aussteigen wollen aus diesen Kulten und umgebracht werden oder Selbstmord machen, ist es durch Worte entstanden, durch Bedrohung, durch Schwüre, ist immer das Wort. Und darum kann es nur durchs Wort rückgängig gemacht werden. Und seht ihr, darum sind wir heute hier. Wir sprechen das Wort, wir bringen die Sache auf den Punkt, wir nisten ein in allen Herzen, damit sie das Wort weitersprechen, damit ein Bewusstsein wird, dass den Leuten die Augen aufgehen, und auf diesem Weg gibt es ein Ende, weil sie sind nicht viele. Für eine Verschwörung brauchst du nur wenige. Ja? Du brauchst nur wenige, die irgendwo einen Sprenggürtel anlegen, und schon ist passiert, dann kannst du schon die ganze Welt steuern, wenn du auf die Idee bringst, wenn du sprichst, wir brauchen neue Gesetze, versteht ihr das? Aber wenn mal die Menschheit aufwacht und merkt, was für ein Biest sie da regieren will, was da auferstanden ist aus dem alten, antiken Geist, dann wird sich die Menschheit selber dagegen stellen, und werden wir im Verhältnis die paar Gesellen holen und sie in Ketten legen und ihr Handwerk beenden. Aber es muss durchs Wort geschehen, es ist der Same, das andere ist der Baum. Danke fürs Zuhören.